Ja, liebe Freundinnen, liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie für den Kreisverband Bielefelder Grünen und auch für die Ratsfraktion ganz herzlich begrüßen zu der heutigen Veranstaltung, die der Landesverband der Grünen hier veranstaltet. Monika Düker, unsere Landesvorsitzende, moderiert die Veranstaltung. Die Teilnehmenden auf dem Podium stellt sie auch gleich vor. Ich bin sehr erfreut, dass diese Veranstaltung hier in Bielefeld stattfindet und auch in diesem Raum, weil hier in diesem Gebäude, in diesem Raum mitunter trifft sich das Bündnis gegen Rechts, was es in Bielefeld schon seit einigen Monaten parteiübergreifend, organisationenübergreifend gibt. Und wir haben hier in Bielefeld nicht nur aus Anlass der NSU-Geschichten, sondern auch wegen anderer aktueller Anlässe, haben wir es immer wieder hinbekommen, hier breite Bündnisse aufzustellen, Demonstrationen selbst an Heiligabend mit 6.500 Beteiligten auf die Straße zu bringen. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Ja, auch in diesem Raum hier fanden schon Veranstaltungen statt. Am 8. Februar hatten wir eine Veranstaltung zum Thema Terror von Rechts mit Volker Beck und dem Professor Andreas Zick, der ja hier an der Universität tätig ist. Und am 21. September fand hier vor Ort auch die Veranstaltung NSU-Terror ist der Staat auf dem rechten Auge blind statt, mit dem Sebastian Edati, dem Vorsitzenden der Parlamentarischen Untersuchungskommission, der auf Einladung der Jusos und der DGB-Jugend hier war. Von daher, wir sind so ein bisschen schon im Stoff und freuen uns auf die Diskussion und wie gesagt insbesondere darüber, dass ihr hier nach Bielefeld gekommen seid, der Stadt, die es ja angeblich nicht gibt, aber den Karlauer kennen wir hier zur Genüge, das sollten wir jetzt nicht weiter vertiefen. Ja, schönen Abend uns allen. Ja, danke lieber Klaus für die herzliche Aufnahme hier auch in Bielefeld und für die einführenden Worte. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite im Namen des Landesverbandes der Grünen zur heutigen Veranstaltung. Brauchen wir den Verfassungsschutz noch? Fragezeichen. Und vielleicht finden wir heute Abend eine Antwort oder auch nicht auf die Frage. Und wir haben zu dieser Diskussion Gäste eingeladen, die ich gerne vorstellen möchte am Anfang. Das ist zu meiner Linken als zunächst Burkhard Freier. Seit Juli 2012, Juli ist richtig, ne? August 2012, Leiter des NRW-Verfassungsschutzes. Das ist in Nordrhein-Westfalen. Sie sind kein Präsident, so wie beim Bundesamt des Verfassungsschutzes. Sie sind schlicht Abteilungsleiter. In Nordrhein-Westfalen ist der Verfassungsschutz eine Abteilung im Innenministerium. Und das sind Sie jetzt seit Sommer 2012. Davor 6 Jahre Stellvertretung, Abteilungsleiter. Aber eine Station aus Ihrer Biografie muss ich verraten, weil das ist nämlich die Brücke zu unserem nächsten Gast. Sie waren mal was ganz anderes, Sie waren mal Datenschützer und zwar auch recht lange, nämlich 5 Jahre waren Sie stellvertretender LDI, stellvertretender Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit. Und dann haben Sie die Lager gewechselt sozusagen, aber das ist nämlich die Brücke zu unserem nächsten Gast und daher kennen sich die beiden auch und das ist Dr. Thilo Weichert. Er ist nämlich oberster Datenschützer, nicht hier in Nordrhein-Westfalen, aber für die Menschen in Schleswig-Holstein. Seit 2004, lieber Thilo, bist du das schon, das ist eine ganze Menge, aber er war davor auch nochmal seit 1998 bis 2004 stellvertretender Leiter derselben Behörde. Da kommst du auf 14 Jahre Datenschutz für Schleswig-Holstein. Bist du damit der Dienstälteste, glaube ich, in Deutschland. Also eine ganze lange Zeit Datenschützer in Schleswig-Holstein. Davor in Niedersachsen warst du auch ein paar Jahre für den Datenschutz unterwegs. Also bekannt aus Funk und Fernsehen, glaube ich, auch dem einen oder anderen. Herzlich willkommen, Thilo. Und du hast eine Station in deiner Biografie, die uns zum dritten Gast führt. Deswegen, das sind wunderbare Brücken, die ihr uns heute Abend baut. Nämlich, du warst 1991 Justiziar beim Sächsischen Landtag und juristischer Berater der Bürgerkomitees zur Auflösung der Stasi 1991 in Sachsen. Und da hast du unseren dritten Gast kennengelernt. Und damit sind wir die wunderbare Brücke zu Johannes Lichti.
1992 hat es dich aus Baden-Württemberg, da habt ihr beide auch eure Wurzeln, aus Baden-Württemberg bist du ausgewandert nach Dresden und seit 2004 dort Mitglied des Sächsischen Landtags für Bündnis 90 Die Grünen. Deine Themenschwerpunkte sind Bürgerrechtspolitik, du bist Rechtsanwalt, Bürgerrechtspolitik, aber eben auch ein ganz engagiertes Standbein in der Umweltpolitik, in der Energiepolitik. Das sind deine beiden Themen und du bist auch in Untersuchungsausschüssen ziemlich aktiv, die so tolle Namen haben bei euch in Sachsen wie Sachsensumpf, parlamentarischer Untersuchungsausschuss, Sachsensumpf oder Müllskandal. Da bist du der Obmann und klärst auf. Und last but not least, das muss ich sagen, du hast 22,3% Erststimmen in deinem Wahlkreis in Dresden bekommen. Und das ist echt eine gute Leistung. Das kriegen wir in NRW auch nur in der Köln, in der City. Also für Dresden super Erststimmenergebnis und halt profilierter Bürgerrechtler. So, das ist unsere Runde, mit der wir heute Abend unsere Diskussion gestalten wollen und freue mich darauf, dass wir zum Einstieg Burkhard Freier bitten, zur Generalfrage hier den Aufschlag zu machen. Wie konnte das passieren? Warum, das ist ja das, was sich alle fragen, wir haben diesen Verfassungsschutz, einen Inlandsgeheimdienst, ein Frühwarnsystem, der schaut, wo kann sich was zusammenbrauen, das ist die Aufgabe, und wo gibt es Gefahren für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und dieses Frühwarnsystem hat ja offenbar bei den NSU-Morden komplett versagt. Und dann kann man zur einen Lösung kommen, reformieren oder abschaffen. Also brauchen wir ihn noch, die zentrale Frage, und wenn ja, wofür? Und Sie geben uns den Einstieg. Wie konnte das passieren, Herr Freier? Ja, vielen Dank. Also die Antwort lautet, wenn ich es mal ganz schnell mache, wir brauchen den Verfassungsschutz. Wir brauchen ihn auch noch. Allerdings glaube ich auch nicht so, wie er im Moment ist. Wenn Sie die Frage stellen, wie konnte so etwas passieren, dann ist das so, im Moment arbeiten daran der Bundestag, das heißt der Untersuchungsausschuss des Bundestages, sowohl an der Frage, wie konnte etwas passieren, es arbeiten auch daran die von den Innenministern von Bund und Ländern eingerichtete Kommission, Expertenkommission Rechtsterrorismus, die arbeitet vor allen Dingen an der Frage, was muss denn jetzt künftig passieren? Und ich würde, wenn man fragt, hat der Verfassungsschutz seine Aufgaben, wie er sie in der Vergangenheit hätte erfüllen müssen, wirklich erfüllt, würde ich sagen, erstens, er hat es nicht immer so erfüllt, wie er es hätte tun müssen, wie es rechtsstaatlich gewesen wäre. Und zweitens, aus den bisher schon vorliegenden Erkenntnissen aus dem rechtsterroristischen Trio in Sachsen, und die haben sich selbst genannt, nationalsozialistischer Untergrund, deswegen sage ich immer davor, selbst so genannt, das ist nicht eine Bezeichnung, die irgendwer ihnen gegeben haben, sondern das haben sie sich selber gemacht. Daraus muss man schon erste Erkenntnisse ziehen, die zuerst mal darauf hindeuten, der Verfassungsschutz arbeitet, indem er die Informationen sammelt. Und aus meiner Sicht ist der erste Fehler auch in der Vergangenheit passiert, dass man die Informationen sammelt, aber nicht auswertet und auch nicht so analysiert, dass aus einer Analyse etwas entsteht. Ich glaube, dass ein Mangel darin liegt, dass zum Beispiel bei verschiedenen Behörden Einzelerkenntnisse vorlagen, wie so Puzzleteile, die man hätte zusammenführen müssen. Und dieses Zusammenführen zu einem großen Ganzen ist eben eine Analyse, die dann eine Gefahrenprognose oder auch Entwicklungstendenzen weitergibt. Deswegen werden wir in der Neuausrichtung des Verfassungsschutzes dafür sorgen, dass genau diese Analysekompetenz bei den Mitarbeitern vorhanden ist, dass eine Philosophieänderung ist in Richtung, ich sammle nicht nur Informationen für einen Panzerschrank, sondern ich gebe sie weiter, und dass Einrichtungen verpflichtend sind, also nicht ich kann meine Informationen weitergeben, sondern ich muss Informationen weitergeben, erstens mal an die Verfassungsschutzbehörden der anderen Länder, damit ein Bild entsteht, und auch an die Koordinierungsstelle, die es im Verfassungsschutz gibt, nämlich das Bundesamt für Verfassungsschutz. Das Zweite, was ich glaube, ist, dass neben der fehlenden Analysekompetenz auch in den Verfassungsschutzbehörden sowas wie ein Umdenken erfolgen muss. Also nicht nur ein Umorganisieren, sodass Organisationseinheiten zusammengeführt werden, die zusammengehören. Also beispielsweise, dass man die Informationen, die beschafft werden, enger beim Auswerter sind, sondern ein Umdenken auch, dass man in der eigenen Einrichtung zu Aus- und Fortbildungseinrichtungen kommt, dass man auf das hört, also eher zuhört, was in der Gesellschaft ist, dass man Entwicklungstendenzen und Entwicklungen früher erkennt und auch beschreibt. Und das Dritte, was ich glaube, das ist sogar unabhängig von dem,
was dieses Mordtrio gemacht hat, dass der Verfassungsschutz in der Vergangenheit zu wenig erklärt hat, was er eigentlich tut. Denn der Verfassungsschutz ist keine Behörde, weil die Frau Düker eben gesagt, wir wären ein Geheimdienst. Das ist nicht richtig. Wir sind ein Nachrichtendienst. Der Verfassungsschutz, das muss man sich klar machen, ist ja ein Auftrag des Grundgesetzes. Also das ist nicht etwas, was sich jemand selbst geschaffen hat, sondern eine wehrhafte Demokratie geht von der Idee aus, dass eine Demokratie tolerant ist und diese Toleranz wird ausgenutzt oder missbraucht. So. Und um diesen Missbrauch entgegenzuwirken, braucht man eine Organisationseinheit, und zwar eine staatliche Stelle, keine zivile Stelle, die im Vorfeld von Gefahren etwas erkennt. Wenn alles richtig läuft, ist das nicht Aufgabe der Polizei, denn eine Polizeibehörde kann erst tätig werden, wenn eine Gefahr sich verwirklicht hat, wenn sie konkret ist oder wenn ein Strafverfahren oder eine Straftat vorliegt. Die Idee ist also, eine Gefahr zu erkennen, bevor sie in eine Straftat mündet. Da das eine Aufgabe ist, die sehr weit im Vorfeld liegt, braucht es hier eine rechtliche Grundlage. Und die Verfassungsschutzgesetze, vor allem das des Landes Nordrhein-Westfalen, definiert genau, was Extremismus ist. Also ich als Verfassungsschützer kann mir nicht aussuchen, wen ich beobachte, sondern das ist etwas, was im Gesetz definiert ist. Das ist auch klug so, weil es kann zum Beispiel nicht sein, dass politische Mehrheiten je nach Wahlausgang plötzlich bestimmen, welche Organisation beobachtet wird. Da, wo ich eine Entscheidungsmöglichkeit habe oder ein Ermessen, ist bei der Frage, mit welchen Mitteln beobachte ich. Wenn ich also sage, der Verfassungsschutz hat seine Aufgaben im Gesetz definiert, ist das, es gibt also keinen rechtsfreien Raum. Alles, was der Verfassungsschutz als Aufgabe hat, ist im Gesetz definiert. Ich kann mir das nicht aussuchen. Also der Verfassungsschutz beobachtet Extremismus, hat keine polizeilichen Befugnisse, also keine Durchsuchung, keine Festnahme, keine Beschlagnahme, er beobachtet. Der Verfassungsschutz hat weitere Aufgaben, Spionageabwehr, hat auch die Aufgabe, über das, was er erfährt, zu berichten, und zwar gegenüber Politik und Öffentlichkeit, zum Beispiel mit dem Verfassungsschutzbericht. Das ist das, was er an Aufgabe hat. Der Verfassungsschutz hat, auch das steht in den Gesetzen drin, Befugnisse. Befugnisse sind zum Beispiel die nachrichtendienstlichen Mittel. Im Verfassungsgesetz Nordrhein-Westfalen sind alle nachrichtendienstlichen Mittel, die wir haben, aufgezählt. Und mehr habe ich nicht. Es steht zum Beispiel als nachrichtendienstliches Mittel drin, komme ich gleich nochmal näher zu, der Einsatz von Vertrauenspersonen, der Einsatz von Telefonüberwachung oder auch von Observationen. Und wie jede Behörde hat auch der Verfassungsschutz darauf zu achten, Verhältnismäßigkeit. Ich darf also nur dann ein nachrichtendienstliches Mittel anwenden, wenn andere Mittel, also offenes Mittel zum Beispiel, nicht zum Tragen kommen. Dann habe ich als zweite Möglichkeit das nachrichtendienstliche Mittel. Und auch innerhalb der nachrichtendienstlichen Mittel darf ich nur die nehmen, die am mildesten sind. Also ich muss zum Beispiel erst Observationen versuchen und kann erst dann eine Telefonüberwachung durchführen. Das ist aber immer noch nicht die einzige Schranke. Die nachrichtendienstlichen Mittel, die in Grundrechte eingreifen, also Telefonüberwachung, greift in das Grundrecht Artikel 10 ein, die Freiheit des gesprochenen Wortes. Und wenn ich eine solche Maßnahme durchführen will, muss ich erstens die rechtlichen Hürden und Grenzen nehmen. Das bedeutet, nur bei bestimmten terroristischen oder gewaltbereitem Extremismus darf ich dieses Mittel anwenden. Und wenn ich es will, muss ich vorher die Zustimmung holen der sogenannten G10-Kommission. Der Landtag richtet eine Kommission ein mit Nicht-Landtagsabgeordneten, sondern in der Regel Personen, die die Befähigung zum Richteramt haben. Und die müssen der Maßnahme vorher zustimmen. Erst dann darf ich sie durchführen. Und erst wenn ich diese ganzen Hürden genommen habe, darf ich eine Telefonüberwachung durchführen. Das Ganze darf auch nicht in einem rechtsfreien, unkontrollierten Raum stattfinden. Und deswegen gibt es als Kontrolle für den Verfassungsschutz etwas, was es sonst für andere Behörden gar nicht gibt, nämlich eine parlamentarische Kontrollkommission, die den Verfassungsschutz kontrolliert. Diese Kontrollkommission hat das Recht, in jede Akte zu sehen und hat zu allen Fragen ein Auskunftsrecht. Soweit die rechtlichen Regeln. Jetzt muss man sich die Frage stellen, sind diese rechtlichen Regeln erstens ausreichend und zweitens haben die Verfassungsschutzbehörden dies beachtet. Ich glaube, dass wir im Rahmen dieser NSU-Mordserie an Vertrauen verloren haben in der Bevölkerung. Das liegt einmal daran, dass ein Trio untergetaucht ist in einem Rechtsstaat, wo man eigentlich glauben müsste, wie kann jemand 10 Jahre untertauchen und keiner merkt es. Das zweite ist, die Sicherheitsbehörden, und dazu gehört auch der Verfassungsschutz, was mir besonders leid tut und was eigentlich auch beschämend ist, der Verfassungsschutz hat auch nicht erkannt, dass es hier um Rechtsterrorismus geht.
Also die Ermittlung ist einen falschen Weg gegangen. Und deswegen glaube ich, um dieses Vertrauen wieder zu gewinnen, geht es einmal darum, dass man den Verfassungsschutz, soweit das möglich ist, erklärt. Die Demokratie braucht, um zu funktionieren, Offenheit. Der Verfassungsschutz braucht, um zu funktionieren, eine gewisse Geheimhaltung. So. Gleichzeitig muss er aber rechtsstaatlich arbeiten, er muss transparent sein und er muss sich erklären. Und deswegen glaube ich, und das werden wir auch in das nordrhein-westfälische Verfassungsschutzgesetz reinschreiben, erstens, ich muss noch genauer als bisher erläutern, welche Befugnisse habe ich. Jedes einzelne Befugnis muss ich erläutern, damit jeder, der das Gesetz liest, weiß, was wir tun dürfen. Und zweitens, wir brauchen auch eine viel stärkere Kontrolle. Das heißt, nicht nur die Kontrolle muss stärker sein, sondern die Möglichkeiten der parlamentarischen Kontrolle müssen verbessert werden. Beispielsweise, indem auch Mitarbeiter kontrollieren dürfen und die Rechte haben, in die Akten des Verfassungsschutzes zu kommen. Oder, dass wir eben überlegen, sind alle Sitzungen des parlamentarischen Kontrollgremiums geheim? Und die Frage ist eben, und auch da würde ich sagen, muss das so sein, diese Sitzungen müssen auch bis zu einem gewissen Grad offen sein, damit jeder zuhören kann und die Kontrolle des Verfassungsschutzes miterleben kann. Ja, danke, Herr Freier, für den Input. Schauen wir in den Osten. Wir haben bewusst einen Kollegen aus den ostdeutschen Bundesländern eingeladen. Bei euch sitzt die NPD im Landtag. Für uns auch eine schauderhafte Vorstellung. Aber ihr habt erlebt, wie dieses Trio untertauchen konnte, am Verfassungsschutz vorbei, dann ihre Morde planen konnte. Und ihr habt da auch eine, auch innerparteilich, bei uns in der Partei, eine etwas klarere Sicht auf die Frage, brauchen wir diesen Verfassungsschutz noch? Johannes. Ja, wir haben natürlich nicht gesehen, wie sie untergetaucht sind, weil wir haben das damals auch nicht mitbekommen. Obwohl ich mich glaube, noch zu erinnern, so im Hinterkopf her, ja, dass man da was gehört hat schon damals, dass da Bomben in Jena gefunden worden sind. Also das meine ich, mich jetzt im Nachhinein noch zu erinnern. Aber was Herr Freier jetzt ausgeführt hat, der sich ja durchaus sehr geschmeidig und einsichtig gegeben hat, was ich Ihnen persönlich auch abnehme, aber es war so die Tendenz, wie die Verfassungsschutzbehörden seit einem Jahr auf diesen Skandal, auf dieses massive Versagen reagieren. Sie sagen nämlich, es hat an der Analysefähigkeit gefehlt. Und die Konsequenz ist, dass man gemeinsame Abwehrzentren rechts macht, dass man eine Tendenz hat, naja, dann sollen doch die Landesämter das nicht machen, wir zentralisieren das irgendwie auf einer Bundesebene. Also es geht eigentlich, und das ist mein Verdacht, wieder so in die Richtung, dass aus der Krise des Verfassungsschutzes am Schluss wieder eine Stärkung der Krise des Verfassungsschutzes rauskommen soll. Ich finde, Monika, und da will ich einfach nochmal gern drauf eingehen, dass das ein bisschen zu schnell ist. Also Herr Freier hat jetzt vorausgesetzt, dass es sozusagen seitens der Verfassungsschutzämter ein Nichtwissen, ein Nichterkennen gewesen ist. Wahrscheinlich war es so, aber es ist für mich noch nicht geklärt, ob es nicht tatsächlich auch mehr war, ob es nicht größere Verstrickungen gegeben hat. Ich halte es weiterhin für möglich, dass in bestimmten Phasen eben nicht zugegriffen wurde, eben nicht weiterermittelt wurde, möglicherweise, weil man irgendwelche Zugänge, die man glaubte oder vielleicht möglicherweise tatsächlich hatte, vielleicht schützen wollte. Ich möchte es auch belegen. Wir wissen mittlerweile, dass das Unterstützernetzwerk des NSU personell alle aus der Zeit stammt, was das Trio zwischen 95 und 98 kennengelernt hat. Es ist bis 2011, bis zur Selbstenttarnung, ist im Grunde keine weitere Person dazugekommen. Wir wissen, dass das eine Personengruppe ist, die identisch ist mit dem, was mal Nationaler Widerstand Jena war, dann später Thüringer Heimatschutz und was das Blood-and-Honor-Netzwerk Ostthüringen-Westsachsen Chemnitz ist. Und wir wissen, dass es insbesondere die Szene war, Weiße Bruderschaft Erzgebirge aus Johanngeorgenstadt, also oben im Erzgebirge. Und die haben die Leute alle 97, 98 kennengelernt und die haben bis 2011 waren das die Hauptunterstützer, die die Wohnung gegeben haben, die die Identitäten gegeben haben und so weiter und so fort. Und genau bei diesen Personen wissen wir auch mittlerweile, dass die vom Verfassungsschutz natürlich, dass die beim Verfassungsschutz natürlich bekannt waren. Ja, selbstverständlich waren die bekannt. Wir wissen auch, dass die teilweise angesprochen wurden, offensichtlich als Spitzel. Wir wissen, dass dort sogenannte operative Maßnahmen gelaufen sind gegen die. Teilweise sind auch Telefonüberwachungen gelaufen und so weiter. Was ich damit sagen will, die waren die ganze Zeit im Fokus. Ich mache mal ein Beispiel, dass es klarer wird. Also Mandy S. kam ja schon öfters in der Szene.
wurde ja schon öfters genannt. Also Mandy S. stammt auch aus dem Erzgebirge, umfeldweise Bruderschaft Erzgebirge. Er war dann mit die erste Wohnungsgeberin in Chemnitz. Hat dann auch Identität gegeben für die Beate Zschäpe. Die ist beispielsweise im Jahre 2003 in Nürnberg ansässig und wohnhaft. Das mag jetzt ein ganz komischer Zufall sein, genau zu derselben Zeit, wo dort die Morde stattfinden. Ja? Sie wird angesprochen im Jahre 2001 vom Verfassungsschutz, ob sie denn mitarbeiten möchte, sagt nein, sie habe sich von der Szene irgendwie getrennt und dann sei da nichts weiter gewesen. Wir wissen aber, dass sie bis 2005, 2006 in der Beobachtung des Landesamts für Verfassungsschutz Sachsen gewesen ist. Jetzt glaube ich gerne, dass das Landesamt für Verfassungsschutz nicht wusste, dass die Menschen umbringen. Das glaube ich nicht. Ja? Aber ich glaube, dass die ganze Zeit so nah an dem Unterstützerumfeld dran waren, dass man sich schon die Frage stellen muss, warum standen die nicht irgendwann mal in Zwickau in der Frühlingsstraße vor der Türe? Das ist nicht nachvollziehbar für mich bis jetzt. Und deswegen denke ich, wir müssen da nochmal vielleicht weiterhin kritisch bleiben und nicht so schnell zur Tagesordnung übergehen, als ob hier schon alles aufgeklärt wäre. Sie haben gesagt Polizei, wenn ich noch weiterrede, ich weiß nicht, vielleicht Zeit. Polizei, ja? Die Polizei muss dann eingreifen, wenn eine Gefahr besteht. Ich glaube, dass das genau auch hier der Fehler war. Weil nach allem, was wir wissen, hat zwar das Thüringer Landeskriminalamt in Sachsen 98, 99 bis 2000 ermittelt, federführend, auch in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen. Allerdings haben die sich sozusagen beschränkt auf Zuarbeiten. Federführend war Thüringen. Und nach dem, was wir bisher wissen, scheint es so zu sein, dass die Erkenntnisse an das sächsische Landeskriminalamt, an die sächsische Polizei, erst zu einem sehr späten Zeitpunkt, also Mitte, Ende 99, überhaupt übergeben wurden. Wir wissen, dass die schon damals wussten, dass Waffen besorgt werden sollen. Ja? Das kam über diese Quelle Thomas S., der jetzt im September dann aus Berlin dort enttarnt wurde. Der stammt aus dem Osten. Ich weiß nicht, ob das schon so gesagt wurde, der war schon bei der K, bei der Kriminalpolizei der DDR war der schon Spitzel. Ja, also der wurde die ganze Zeit, sage ich mal, weitergereicht. Der wurde 2000 angesprochen vom Sächsischen Landeskriminalamt. Also was ich damit sagen will, es gibt ein ganzes Geflecht von Ansprachen, von Kenntnisnahmen, von Bearbeitungen, von damit, dass Personen aus dem Unterstützerumfeld im Fokus des Sächsischen Landesamtes oder der Polizei war, sodass man sich wirklich die Frage stellt, das wollen die nicht gewusst haben, dass dort Waffen besorgt werden, das wollen die nicht gewusst haben und nicht bewertet haben, dass dann gesagt wird, ja, wir brauchen kein Geld mehr sammeln in der Szene, weil die haben jetzt gejobbt. Also das war genau ein Monat, nachdem sie ihre ersten Banküberfälle in Chemnitz gemacht haben. Also das sind alles so Dinge, die sind aus meiner Sicht weiter aufklärungsbedürftig und die nähren bei mir den Verdacht, dass da durchaus noch mehr vielleicht rauskommt, was bisher auch von den Diensten verheimlicht wird. Vielleicht ganz kurz noch zum Schluss die Frage Aktenschredderungen. Wir in Sachsen haben ja auch eine Aktenschredderungsaktion gehabt und das ist bis jetzt nicht aufgeklärt. Ich frage da natürlich immer nach. Also die letzte Antwort war, selbst die Registraturdaten sind vernichtet worden, sodass nicht mal mehr festgestellt werden könne, welchen Geheimhaltungsgrad denn diese geschredderten Akten gehabt haben. Gut, da kann ich jetzt sagen, shit happens, das kann ja so sein. Aber es sind einfach sehr, 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 sehr viele Zufälle und Ungereimtheiten auf einen Haufen, sodass ich einfach dazu rate, weiterhin misstrauisch zu bleiben und den Verfassungsschutz jetzt nicht zu stärken durch eine neue Analysefähigkeit oder durch einen vorzeitigen Freispruch. Ja, danke Johannes. Der Sumpf wird weiter, glaube ich, aufgeklärt. Wir können ja heute Abend das Ergebnis eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses nicht vorwegnehmen. Thilo, wir sind ein Jahr nach der Aufdeckung dieser Morde. Johannes hat etliches angesprochen, was sich andeutet, was da alles schiefgelaufen ist. Kann man da jetzt schon tatsächlich Konsequenzen ziehen? Und wenn ja, welche? Ist das System reformierbar oder nicht? Wie ist da deine Sicht der Dinge? Also ich denke, die Diskussion über die Strukturveränderung der Nachrichtendienste in Deutschland, die derzeit geführt wird, die muss geführt werden. Die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden sollen von den Innenministern, vorgedacht für die Innenministerkonferenz im Dezember, die sind absolut verfrüht. Insbesondere, wenn sie dann darauf hinauslaufen, was Johannes Lichti gerade dargestellt hat, dass also Kompetenzen erweitert werden, dass Informationsbefugnisse vergrößert werden, dass vielleicht sogar das Personal noch weiter ausgeweitet wird und insbesondere das Bundesamt für Verfassungsschutz gestärkt wird, was also auch in dieser ganzen Auseinandersetzung um
den NSU keine besonders löbliche Rolle gespielt hat. Ich denke, es muss erstmal eine weitere Aufarbeitung auch der Sachverhalte stattfinden. Aber diese Ämter für Verfassungsschutz, die haben wir seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren beschäftige ich mich damit. Und vor 30 Jahren war ich noch dafür, diese Ämter abzuschaffen, weil also die Skandale vor 30 Jahren mindestens so schlimm waren. Da gab es ein Zellerloch, da gab es andere Geschichten, die jetzt vielleicht nicht so brutal in der Auswirkung gewesen sind, aber es gab auch schon Morde, die mit Waffen oder unter dem Blick des Verfassungsschutzes begangen worden sind. Also der Verfassungsschutz ist ein dauerndes Ärgernis und das hat sich nicht geändert, es ist nur schlimmer geworden. Insofern muss sich wahnsinnig viel ändern und ich möchte einfach mit so ein paar Punkte aufführen, was sich ändern muss. Das erste ist der Name. Der Begriff Verfassungsschutz ist eine Beleidigung unseres Grundgesetzes. Wenn wir diesen Begriff weiter verwenden, dann denke ich, werden genau die Fehler auch weiterhin begangen werden, die bisher begangen, auch von den Grünen begangen werden, dass sie sagen, wir müssen jetzt eine Forschungseinrichtung über die Verfassung machen. Wir brauchen keine Forschungseinrichtung für unsere Verfassung, sondern wir sind sozusagen die Verfassung. Die muss gelebt werden, nicht erforscht werden. Wir müssen auch jetzt keine Forschung durchführen für irgendwelche in Bezug auf irgendwelche extremistischen Aktivitäten. Da gibt es bürgerschaftliches Engagement und da gibt es zivile Forschung an Universitäten und allen möglichen anderen Bereichen, die das erheblich besser können und die nicht vorbelastet sind, so wie unsere Nachrichtendienste. Und Herr Freier, Sie haben so ein bisschen schön dargestellt, naja, das ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen, aber im Prinzip können wir so weitermachen, wie wir bisher angefangen und das auch fortgesetzt haben. Ein ganz großes Problem bei unseren Ämtern für Verfassungsschutz, ich sage mal jetzt in Zukunft immer Geheimdienst oder Nachrichtendienst, ist mir also 20 Mal lieber, also in diesen Nachrichtendiensten ist ein politisches Vorurteil. Und zwar das politische Vorurteil gegen Links, das ist ein Erbe aus den Frühzeiten des Verfassungsschutzes, wo eben die Alliierten die Gefahr eines kommunistischen Umsturzes gesehen haben und eben diese Institution zur Verhinderung dieses Umsturzes einrichten wollten. Und das hat sich traditionell bis heute fortgeschrieben. Gleichzeitig hat sich fortgeschrieben eine personelle Kontinuität der Mitarbeiter des Verfassungsschutzes. Ursprünglich waren einige Ausnahmen, Herr John, also der erste Verfassungsschützer, war ein Antifaschist, aber die meisten waren Rechte, waren teilweise sogar Nazis, waren auf jeden Fall also Leute, die nicht bei der SPD oder sonst wo anzusiedeln waren erstmal, sondern eben bei der CDU oder noch weiter rechts und die eine Tradition aus dem Nationalsozialismus hatten. Und dieses Denken, das hat mich so besonders erschreckt, das trifft man zumindest in den ostdeutschen Ländern heute noch hundertprozentig oder wieder oder neu, das findet man dort wieder vor. Das heißt, also ich würde gar nicht so sagen, dass jetzt besonders da irgendwie mit Vorsatz da an irgendwelchen Aktivitäten des NSU sich betätigt haben, aber es war selbstverständlich, dass die NPD oder auch eben dann indirekt der NSU eben mitfinanziert wird über V-Leute und Ähnliches. Ja. Es ist selbstverständlich, dass man die nur beobachtet, dass man aber nicht weiter interveniert, weil man ja eine gewisse ideologische Komplizenschaft mit denen hat und die Gefahr eben immer noch traditionell, und da hat die DDR-Wende sicher auch noch einen Bestand dazu beigetragen, das Feindbild, der Feind, der steht links. Da hat sich bis heute leider nichts geändert und das muss sich ändern, weil nämlich also von linker Seite und nach meiner Einschätzung derzeit überhaupt keine Gefahren für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ausgehen, wenn dann wirklich aus diesem rechten Bereich. Lassen Sie mich, darf ich jetzt noch zu ein paar anderen Punkten, was die Reform angeht, was sagen, weil Herr Freier dazu auch Stellung bezogen hat. Die Aufgaben eines Nachrichtendienstes sind meines Erachtens weiterhin gegeben.
Es gibt die Notwendigkeit einer Vorfeldbeobachtung von jetzt nicht extremistischen Aktivitäten, sondern von konspirativen politischen Aktivitäten. Das ist was völlig anderes. Wer die Linken beobachtet, der macht nichts anderes als Zeitungen auswerten und ähnlichen Schrott. Also es tut mir leid, das ist rausgeschmissenes Geld. Ja. Es gibt konspirative politische Bestrebungen hier in Deutschland, die nicht jetzt unbedingt sofort immer strafrechtlich relevant sind. Die können und die sollen aus meiner Sicht, weil sie eben auch gewaltorientiert sind, können weiterhin beobachtet werden. Aber mehr, bitteschön, hat ein solcher Nachrichtendienst nicht zu tun. Und die terroristischen Aktivitäten und die offen gewaltorientierten Aktivitäten, von mir aus dann das Bundesamt und dann das, was etwas lokaler ist, dann die Landesämter. Die Befugnisse, die dann eben bestehen durch diesen Nachrichtendienst, die wurden schon beschrieben. Ich habe auch nichts dagegen, dass da ganz bestimmte nachrichtendienstliche Mittel eben schön gesetzlich definiert dann auch angewendet werden. Aber bitteschön, dann muss auch in Zukunft beibehalten werden, was wir als eigentlich eine der Grundprinzipien unserer Nachrichtendienste hatten, nämlich die Trennung von Polizei und Geheimdiensten. Die Polizei hat heute nachrichtendienstliche, heißen doch nicht Nachrichtendienste, sondern verdeckte Ermittlungskompetenzen, ja, haben aber andere materiellrechtliche Voraussetzungen. Also da muss dann eine Gefahr oder eine Straftat vorliegen. In dem Vorfeld sollen gerne diese Nachrichtendienste eben dann nach Verhältnismäßigkeitsprinzipien tätig werden, aber dann bitte schön abgeschottet und nicht so, wie es derzeit hier etabliert wird, mit Antiterrordateien, mit Rechtsextremismusdateien, mit gemeinsamen Extremismus- und Terrorismuszentren, wo die eben die Mitarbeiter aller Dienste und aller Kriminalämter an einem Tisch sitzen und sich personenbezogen über alle möglichen, über Hinz und Kunst, wer eben jetzt im Fokus steht, dann austauschen. Das geht meines Erachtens nicht. Dass man sich koordiniert, dass ganz bestimmte Absprachen stattfinden, habe ich überhaupt nichts dagegen, aber dann nicht über solche informellen, sondern über ein formalisiertes Verfahren. Der letzte Punkt, den ich jetzt ansprechen möchte, ich könnte noch vieles zu dem sagen, was Sie gesagt haben, ist die Frage der Kontrolle. Ich habe in meinem Vorleben auch mal eine kurze parlamentarische Phase in Baden-Württemberg gehabt und war dort für die Kontrolle des dortigen Landesamtes für Verfassungsschutz zuständig. Die parlamentarische Kontrolle funktionierte damals nicht und sie funktioniert auch heute nicht. Und auch die G10-Kommission ist etwas, was im Prinzip keine reale Kontrolle des Einsatzes von nachrichtendienstlichen Mitteln darstellt. Deswegen meine ich, Kontrolle muss sein. Und ich finde es toll, dass Sie das so sagen. Ich hatte vor 2 Wochen eine Diskussion mit dem Chef, des neuen Chefs, ist ja alles neue Person, gleiches Denken, eine Diskussion mit dem neuen Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Herrn Maaßen. Der hat also ähnlich gesprochen wie Sie, aber eins hat er nicht gesagt, und Sie haben das gesagt, ich fand das toll. Er hat nicht gesagt, dass er kontrolliert werden möchte. Und ich habe dem Herrn Maaßen gesagt, Herr Maaßen, wenn Sie wirklich etwas für Ihren Dienst tun wollen, in jeder Hinsicht, dann fordern Sie mehr Kontrolle von sich selbst. Das Problem der Geheimdienste in Deutschland war, dass sie bisher immer kontrollfrei agiert haben und deswegen ein Eigenleben entwickeln konnten, was dann eben auch diese Ermittlungspannen und Ähnliches dann verursacht hat. Das heißt, Kontrolle ist notwendig und die Kontrolle muss professionell sein. Und weder die G10-Kommission noch die parlamentarischen Kontrollkommissionen sind Profis, sind Experten. Das müssen Leute machen, die das können. Das heißt, wir brauchen Geheimdienst, Nachrichtendienstbeauftragte. Wie man das dann organisiert, da habe ich meine Vorstellung. Das heißt, es muss ein Apparat geben, der kontrolliert, genauso wie es Datenschutzbeauftragte gibt, die den Datenschutz kontrollieren. Ne? Da könnte sogar auch eine Überschneidung und eine organisatorische Nähe gegeben sein, weil die zusammenpassen. Aber bitteschön, Kontrolle ist absolut wichtig und für das Schaffen von Vertrauen und gleichzeitig für die Qualifizierung der eigenen Arbeit. Ja, danke. Erstmal die erste Runde. Ich würde gerne noch mal zum Schluss, bevor wir auch ins Publikum gehen, wir haben ja auch einen Stream und Beteiligung übers Netz, würde ich doch gerne noch mal zurück an Herrn Freier gehen, weil was die beiden Kollegen jetzt sagen, wiegt ja schwer, der Vorwurf. Übersetzt heißt er ja, der Verfassungsschutz war
auf dem rechten Auge blind, also war zu stark und zu falsch nach links ausgerichtet und hatte da nicht den Blick drauf. Du bist noch einen Schritt weiter gegangen, aber das ist im Prinzip ja der Fokus. Da war ihm, und letztlich fehlte die Kontrolle, um das zu korrigieren. Also da ist irgendwie so ein Apparat, der abgeschottet macht und sich in irgendwelche Richtungen entwickelt, wo keiner was mitkriegt und letztlich dann diese Entwicklung auch verschläft, wegguckt, bewusst wegguckt oder sich sogar rein verstrickt hat. Heißt übersetzt, war das in Ihrer Analyse, ist das so gewesen und kann man das jetzt für alle 17 Ämter, wir reden ja hier über 17 Behörden, Thilo hat auch gerade mal eben so alles in einem, wir haben 17 Behörden, die alle ihr Eigenleben führen. Was können Sie mit diesen Vorwürfen anfangen? Also was sicherlich falsch ist, ist, wenn man jetzt alle 17 Behörden unter einen Kamm schert. Das funktioniert einfach nicht. Es gibt ein anderes Verhältnis. Erstmal ist die Struktur anders in den Behörden, also allein der Ablauf. Auch die Philosophie ist eine andere. In Nordrhein-Westfalen, glaube ich jedenfalls. Darf das denn sein, wenn ich da mal gleich zwischenfragen darf, darf das denn sein, dass 17 Behörden unterschiedlich arbeiten? Wir haben doch eine Verfassung. Wir haben eine Verfassung, wir haben sogar eine. Wir haben ähnliche Gesetze und wir haben im Prinzip auch eine Koordinierungsfunktion des Bundesamtes, die solche Dinge ausgleicht. Warum das immer so ist, gut, das wird wahrscheinlich auch der Parlamentarische Untersuchungsausschuss nochmal bewerten. Ich würde gerne auf ein paar Punkte, die jetzt beide gesagt haben, nur mal in Stichworten eingehen, weil das ja auch für die Diskussion ist. Also die erste Frage ist Verstrickung, Verstrickung des Verfassungsschutzes. Das wäre ein gravierender Vorwurf. Und ob das so ist, kann ich von hier aus ehrlich gesagt nicht bewerten. Ich weiß, dass in dem Schäfer-Gutachten das, glaube ich, nicht steht. Ich glaube aber, was Sie gesagt haben, ist richtig, würde ich auch unterstreichen. Erstens, es gibt noch keinen Freispruch und zweitens, es ist auch noch nicht zu Ende. Was ich eben gesagt habe, ist nur, ich warte jetzt nicht darauf, bis irgendwas passiert, sondern wenn ich jetzt feststelle, da läuft etwas noch nicht rund, dann muss man das jetzt auch ändern. Ich setze mich jetzt nicht ein halbes Jahr hin und lasse es einfach laufen. Von daher würde ich das auch so sagen, das kann noch kein Freispruch gehen. Das ist auch sicherlich noch nicht zu Ende. Zweitens, was Herr Weichert gesagt hat, ich glaube, es geht jetzt in der Neuorganisation nicht darum, die Kompetenzen zu erweitern. Das ist im Moment auch überhaupt nicht on work, sondern es geht darum, dass die Schwachstellen, die entdeckt worden sind, und wenn man sich anguckt, wie das Verhältnis zwischen dem Thüringer Landesamt und der Thüringer Polizei war, da kann man nur sagen, wenn man im Vorfeld von Strafverfahren Erkenntnisse des Verfassungsschutzes nicht weitergibt, dann macht es keinen Sinn. Das hat auch mit dem Trennungsgebot nichts zu tun, denn der Verfassungsschutz und die Polizei dürfen organisatorisch nicht zusammenarbeiten, aber sie haben nach den rechtlichen Vorschriften sehr wohl das Recht, Informationen zu übermitteln, und zwar im Einzelfall. Genau das ist auch die Krux, wenn man so will, an Antiterrordatei und Rechtsextremismusdatei. So eine Datei ersetzt ja datenschutzrechtlich im Prinzip die einzelne Übermittlung. Also normalerweise funktioniert es so, dass der Verfassungsschutz jedes einzelne Datum genau prüfen muss, darf ich es übermitteln, und dann übermittelt er an die Polizei. Er muss die Datenschutzrechte beachten, Löschvorschriften, alles, was im Datenschutzrecht steht. Solche Verbunddateien erlauben sozusagen ohne diese Einzelfallprüfung die Datenübermittlung. Deswegen müssen die Dateien, und sind es auch, sehr genau beschrieben, was darf überhaupt übermittelt werden. Das ist jetzt nicht so, dass die Datei offen ist für jede Polizeibehörde, sondern nur bestimmte Anhaltspunkte. Die Polizei erkennt dann, der Verfassungsschutz weiß möglicherweise über den etwas, und dann erfolgt erst die Verbindung. Also die Polizei liest jetzt nicht eins zu eins die Datei, sondern es ist so etwas wie eine die Möglichkeit, der Verfassungsschutz könnte über den etwas wissen, und dann entscheidet der Verfassung immer noch im Einzelfall, gebe ich die Daten weiter oder nicht. Die Frage, auch ein gravierender Vorwurf, wenn es so wäre, das politische Vorurteil gegen links. Und auch da glaube ich, das ist einfach so, da sind die Verfassungsschutzbehörden unterschiedlich. Es steht zwar im Gesetz drin, das ist so, das Gesetz ist so, der Verfassungsschutz ist neutral und beobachtet unter bestimmten Voraussetzungen, aber die Wirklichkeit ist wahrscheinlich anders. Jedenfalls ist es so, wenn man sich überlegt, wie kann ich eigentlich nachweisen, dass zum Beispiel der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen eben nicht auf dem rechten Auge blind ist, dann kann ich das jetzt einfach behaupten. Und ich bin auch zutiefst davon überzeugt, dass so ist. Ich kann das aber auch nachweisen. Wenn Sie sich in Nordrhein-Westfalen den Verfassungsschutzbericht, die Verfassungsschutzberichte der Vergangenheit durchlesen und die Broschüren, die wir gemacht haben, dann ist das mitnichten so, als wenn wir blind wären. Wir haben auf die Gefahren hingewiesen, und zwar sehr deutlich. Wir haben in Nordrhein-Westfalen, als die Voraussetzungen vorlagen, 4 Kameradschaften verboten. So, und damit erstmal diese Kameradschaften in ihren Aktionsmöglichkeiten gelähmt.
Und wir haben, das sage ich auch so offen, wenn man sich anguckt, wie viele Ressourcen und Sachmittel an Menschen und an Material setzen wir die unterschiedlichen Phänomenbereiche. Dann ist das so, dass wir ein Drittel aller Personal- und Sachressourcen in den Rechtsextremismus, in den Kampf gegen den Rechtsextremismus stecken. Das zweite Drittel ist in den Kampf gegen den Islamismus. Und alles, was darüber hinaus ist, ist sozusagen verteilt auf Spionageabwehr und die anderen Extremismusbereiche. Das heißt, seit Jahren setzen wir sehr wohl deutliche Schwerpunkte. Darf ich da mal zwischengehen? Und diese Frage mit Linksextremismus, brauchen wir das noch? Dürfen Sie das jetzt so sagen, wie viel Sie da eigentlich an Ressourcen noch verwenden für den Bereich Linksextremismus? Oder ist das hochgeheim? Oder ist das jetzt ganz furchtbar geheim? Nein, ich darf... Weil das wäre einfach ja mal wichtig, um da mal mit aufzuräumen, dass Sie nur hinter der Antifa her sind und die Rechten nicht. Also ich darf über den Haushalt nicht im Einzelfall reden, der ist tatsächlich geheim eingestuft. Also so, aber das ist etwas, wenn man sich das als Torte vorstellt, dass ich sage ja auch, wenn ich den Verfassungsschutzbericht vorstelle, wo sind die Schwerpunkte des Verfassungsschutzes? Und da haben wir gesagt, die Schwerpunkte sind im Rechtsextremismus und im islamistischen Terrorismus. So, und Schwerpunkte heißt nicht nur gedanklich, sondern natürlich auch mit den Ressourcen, die ich einsetze. Und ich habe auch eine große Sympathie dafür, dass wir sagen, die Verfassungsschutzbehörden sollten in erster Linie ihre nachrichtendienstliche Mittel, nicht die Beobachtung, die ist im Gesetz festgelegt, da kann ich nichts ändern. Aber da, wo ich nachrichtendienstliche Mittel einsetze, da, wo ich also in Grundrechte eingreife, da, wo ich das Geld und das Material ausgebe, da, wo ich V-Leute einsetze. Das setze ich natürlich da ein, wo ich die Schwerpunkte habe. Und das ist natürlich in dem gewaltbereiten Teil des Extremismus und da, wo der Nährboden entsteht. Also wir beobachten weiter in Nordrhein-Westfalen pro NRW und pro Köln, weil wir nicht davon ausgehen, dass das eine harmlose legalistische Partei ist. Die haben sich auf die Fahne geschrieben, nicht gewaltbereit zu sein. Trotzdem gehe ich davon aus, dass solche Organisationen beobachtet werden müssen, weil sie für uns den Nährboden dafür bereiten, dass Kameradschaften und andere Organisationen in diesen Rechtsextremismus abrutschen. Und wir wissen alle, das ist eine Ideologie, die nur vordergründig tut, als wäre sie nicht gewaltbereit. Sie ist darauf ausgerichtet, notfalls mit Gewalt diese Demokratie zu zerstören. Und deswegen ist das für mich ein Nährboden, den wir beobachten. Das gilt auch in dem anderen Bereich für den politischen Salafismus. Salafisten haben auch das Ziel, die Demokratie abzuschaffen und notfalls auch mit Gewalt, auch wenn sie das erstmal so nicht deutlich machen. Und deswegen finde ich, solche Organisationseinheiten muss der Verfassungsschutz auch beobachten. In den Fällen, wo das nicht so ist, muss man eben nicht mit den notwendigen, mit den Ressourcen reingehen. So, danke für den Aufschlag. Jetzt will Johannes noch ganz schnell was dazu sagen, weil wir wollten jetzt eigentlich ins Publikum gehen. Aber Johannes, du bist der Gast mit der weitesten Anreise. Bitte. Ja, ich wollte auch noch zu ein paar Sachen was sagen. Also das mit dem rechten Vorurteil möchte ich eindeutig bestätigen, möchte vielleicht noch ein paar Schlaglichter aus Sachsen nennen, weil sie hier vielleicht nicht so bekannt sind. Ja, aber ich meine, ich sitze ja nur hier, um jetzt die sächsische Perspektive einzubringen. Also natürlich ist es so, das glaube ich sehr wohl, dass es sehr verschiedene Herangehensweisen und, sage ich mal, zivilisatorische Stände von Landesämtern für Verfassungsschutz gibt. Und ich glaube gerne, dass beispielsweise das Brandenburgische oder auch Ihr Amt dort zivilisatorisch auf einer weiteren Stufe oder auf einer höheren Entwicklungsstufe stehen als vielleicht das Landesamt das war jetzt in ein Kompliment, Sachsen Herr oder Freier. Thüringen. Nein, ich glaube, da gibt es schon ideologische Unterschiede. Und ich will einfach nur noch mal in Erinnerung rufen. Also es war im Jahr 2000, wo der damalige Ministerpräsident Biedenkopf immer noch für mich unverständlich hoch geehrt, auch gerade im Westen, gesagt hat, ja, Sachsen habe sich als immun gegen Rechtsextremismus erwiesen. Das hat er im Jahr 2000 gesagt. Wir wissen mittlerweile, was im Jahr 2000 in Chemnitz und Zwickau los war. Ja? Und das prägt natürlich schon, sage ich mal, die Stimmung in der Gesellschaft und es prägt auch eine Stimmung innerhalb der Behörden. Weil wenn der oberste Chef sagt, also wir haben kein Problem mit Nazis, ja, dann widmet man sich eben etwas anderem. So ist das. Ja? Ich muss jetzt zur Ehrenrettung sagen, dass ich mich noch gut erinnere, dass der damalige Verfassungsschutzpräsident Stock in Sachsen, übrigens ein gelernter Polizist, damals auch durch die Lande gezogen ist, auch mit grünen Veranstaltungen und ausdrücklich vom Neonazismus in Sachsen gewarnt hat. Also er hat da ein bisschen antizyklisch gemacht. Also da gibt es auch verschiedene Tendenzen. Aber es bleibt dabei, dass die offizielle Linie bis heute immer noch so ist. Also die sächsische Staatsregierung schafft es ja bis heute nicht, den Begriff Rechtsextremismus in den Mund zu nehmen, sondern da wird der Extremismus bekämpft. Es wird Extremismus und Gewalt bekämpft, darum geht's. Ja? Wir haben eine Extremismusklausel in Sachsen,
Sachsen. Sie kennen das ja alle auch so von der Bundesebene her. Ich glaube, so einen Blödsinn gibt es in NRW nicht, hoffe ich. Sonst müsste ich mein positives Urteil wieder zurückgeben. Also Extremismus, dass also zivilgesellschaftliche Initiativen, die gegen Nazis arbeiten, Demokratieinitiativen, jetzt praktisch im Gesslerhut grüßen müssen und sagen müssen, ja, wir vertreten aber auch die FDGO und wir sorgen auch dafür, dass unsere Partner auch hinter der FDGO stehen und nehmen dann so eine Erklärung ab. Also völlig absurd. Das wird jetzt ausgeweitet auf Feuerwehren, Rettungsdienste, Sportvereine und so weiter. Das ist kein Witz, das passiert. FDGO fürs Publikum, ja, freiheitlich-demokratische Grundordnung, und Sie müssen das unterzeichnen. Also wenn ich in Sachsen jetzt in Zukunft gefördert werden möchte, muss ich mich erstmal dazu bekennen, einen Zettel zu unterschreiben, dass ich die freiheitlich-demokratische Grundordnung unterstütze. Das ist natürlich ein Demokratieverständnis, was also nicht das des Grundgesetzes ist, nach meiner festen Überzeugung. Ich wollte nochmal Monika darauf eingehen, weil ich da bin ich anderer Meinung, was Thilo gesagt hat, der ja für einen umgeformten Inlandsgeheimdienst gesprochen hat. Ich glaube, wir müssen einfach auch noch die politisch-kommunikative Funktion des Verfassungsschutzes sehen. Der Verfassungsschutz hat in der Öffentlichkeit ein Deutungsmonopol. Ja, der Verfassungsschutz, also in der breiten Öffentlichkeit. Das, was der Verfassungsschutz sagt, so in dem Sinne, die sind böse, die sind gewalttätig, die sind igitt, das gilt in der breiten Öffentlichkeit als wahr und richtig. Das heißt, er hat, sage ich mal, eine große Verrufserklärungspotenzial. Und genau das ist das Problem, weil damit wird nämlich der Öffentlichkeit nahegelegt, dass der Verfassungsschutz im Griff hat, wo tatsächlich die gefährlichen Bestrebungen für die freiheitlich-demokratischen Grundordnung und, ich erweitere es jetzt mal, auch für ein menschenwürdiges Zusammenleben sind. Deswegen kommt ja auch dieser Begriff, dem ich sehr viel abgewinnen kann, also menschenfeindliche Bestrebungen. Und genau in diesem Bereich gibt uns der Verfassungsschutz null, ja, gar nichts. Ja. Er ist sozusagen fixiert auf seine politischen Vorurteile und die eigentlichen, also Homophobie, Schwulenfeindlichkeit, Frauenfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit, keine Ahnung, also was es dort alles gibt, das bearbeitet der Verfassungsschutz nicht. Und ich denke mal, es wäre ja gut, wenn eine Gesellschaft sich über solche Probleme auch vergewissern könnte. Natürlich bitte nicht mit nachrichtendienstlichen, geheimdienstlichen Mitteln. Aber es muss einfach dieses Deutungsmonopol weg. Es muss klar sein, wo sind eigentlich die Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben. Da gehört vielleicht der politisch-konspirative, politische Bestreben vielleicht dazu. Wobei ich mich dann frage, lieber Thiele, wo ist dann der Unterschied? Ja? Also wir haben jetzt Bundestagskandidatenaufstellungen. Da gibt es auch bei den Grünen, das wird jeder hier kennen, auch Hinterzimmerrunden, wo natürlich auch nicht öffentlich, nein, in NRW nicht, gut, okay. Also soll es geben in politischen Parteien, auch demokratischer Couleur, dass man dann konspirativ, ja, nein, aber die Frage ist jetzt ernsthaft, also der Begriff der konspirativen politischen Bestrebung, der ist mal einfach ein bisschen zu weich und zu wenig habhaft. Das ist schlicht und ergreifend zulässige politische Meinungsbetätigung, und das ist aus meiner Sicht genau das Einfallstor für den Staat, dort Dinge also zu beobachten mit nachrichtendienstlichen Mitteln und die Bürgerrechte zu verletzen. Also ich bin tatsächlich der Auffassung, wir müssen schärfer darüber nachdenken, wie kriegen wir das Deutungsmonopol des Verfassungsschutzes weg und wie kriegen wir die Beobachtungslogik und die Zulassungslogik, die Logik des Zuwartens, die hinter jedem Verfassungsschutz steht, wie kriegen wir die zurückgedrängt gegenüber der Logik der Polizei, Gefahren abzuwehren und Straftaten aufzuklären. Ich will es mal so allgemein formulieren und nicht jetzt sagen, abschaffend so oder so oder so, weil ich glaube, das sind eigentlich die zentralen Fragen. Ja, danke Johannes. Und ich gucke mal zum Harald. Haben wir schon Fragen, die aus dem Online-Bereich oder hier aus dem Publikum? Dann wollen wir erstmal ins Publikum gehen und dann nochmal für die, die am PC zuschauen, auch nochmal die Gelegenheit geben, die notiert Harald. Vielleicht der Uwe zuerst. Vielleicht kurz vorstellen mit Namen für unsere Gäste. Das ist der Uwe Günther, Kreisverband Bielefeld. Ja, ich kenne aber auch nicht jeden, deswegen bitte ich dann jeden, der sich meldet, das auch zu tun. Es ist ja manchmal ganz glücklich, ins Gesetz zu gucken, was steht da eigentlich drin. In der Tat ist es so, wenn man das Bundesgesetz anguckt, dann heißt das Amt Bundesamt für Verfassungsschutz. Nach der Aufgabendefinition ist aber Verfassungsschutz gar nicht die Aufgabe, sondern da wird begrifflich differenziert. Nämlich differenziert in drei Kategorien, freiheitlich-demokratische Grundordnung, Sicherheit und Bestand der Bundesrepublik. So, also das letzte, separatistische Bewegung, habe ich in letzter Zeit relativ wenig vernommen. Das Erstere, da würde ich Thilo recht geben, das Erstere ist ja Folgendes. Das Erstere ist entstanden
das war ein politischer Kampfbegriff. Der war gegen links gerichtet. Der hat natürlich auch Begriffsveränderungen, aber das war der wesentliche Inhalt. Ich will mal eine Sache umdrehen. Wenn man sich mal fragt, was könnte denn Verfassungsschutz sein? Jetzt rein theoretisch. Dann würde man ja in heutigen Tagen mal überlegen, wie ist das eigentlich jetzt so die EU-Prozesse, Demokratie, Delegitimierung durch Verfahren. Man könnte einen Begriff anwenden und sagen, es gibt ja in der Politologie einen Begriff, der heißt Postdemokratie. Will heißen, wir haben zwar formale demokratische Verfahren, die sind aber inhaltlich entleert. Ich will gar nicht sagen, ob der richtig oder falsch ist. Ich will nur sagen, solche Tendenzen, also die für Demokratie gefährlich sein könnten, die sind gar nicht im Blickfeld des Verfassungsschutzes. Das heißt, es wird eigentlich immer nur irgendein Extrem betrachtet und dieses Extrem ist rechts oder links von der Mitte. Das ist quasi die Definition. Wenn man jetzt mal fragt, wie könnte denn Verfassungsschutz sein, dann würde man eigentlich an was ganz anderes denken. Dann würde man überlegen, wie muss eine zivile Gesellschaft eigentlich unterstützt werden, dass demokratische Instrumente gestärkt werden. Das kann sicherlich nicht Aufgabe eines Amtes sein, sondern müsste Teil einer bürgerlichen, gesellschaftlichen Institution sein. So, dieses alles haben wir nicht und darüber diskutieren wir nicht, sondern wir diskutieren quasi über irgendwie definierte Extreme. Ich will auch nur mal daran erinnern, das kann sich auch wandeln, wer nun der Extremist ist. Also in den 80er Jahren gab es durchaus eine Debatte, da hat ein namhafter Verfassungsrichter und späterer Bundespräsident durchaus in juristischen Zeitschriften erwogen, könnten nicht die Grünen Verfassungsfeinde sein. Wie bitte? Ja, ja, Herzog war das. So, das Herzog war ja auch, ist ja ein bekannter Verfassungskommentator. Das heißt, man muss sich immer klar machen, in der historischen Perspektive kann das, was heute als Extremist gilt, das wandelt sich natürlich. Und insofern muss man schon sehr kritisch gucken, welche, ich will das gar nicht abschließend beurteilen, was könnte denn quasi die ursprüngliche Aufgabe des Verfassungsschutzes sein? Jedenfalls kann man das nicht festmachen an solchen merkwürdigen Begriffen wie freiheitlich-demokratische Grundordnung oder Extremismus, die immer gefüllt werden von quasi denjenigen, die im Amt und in der Regierung sind. Ohne ihnen nahezutreten. Es ist natürlich völlig klar, dass Ihr Dienstherr wäre sehr verwundert, wenn Sie jetzt untersuchen würden, gibt es nicht innerhalb der SPD möglicherweise Bestrebungen, die extremistisch zu gelten hätten. Ihr Dienstherr, der Minister, würde natürlich Sie fragen, sagen wir, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Das heißt, so ein Bereich ist von vornherein außerhalb der Betrachtung, weil die Begrifflichkeit dahin führt, wir gucken auf Extreme und die Extreme sind juristisch fest nicht definiert. Ja, danke, Uwe Günther. Harald, kannst du, oder jetzt noch erst ein Publikum und dann nehmen wir die zwei Online-Fragen. Bitte. Okay, ich versuche es nicht im Spam, das ist ein bisschen irritierend. Ich denke, es gibt keinen Platz für den Verfassungsschutz. Vielleicht kurze Vorstellung? Ich arbeite hier in diversen antifaschistischen Organisationen mit. Es gibt keinen Platz für Sie als Verfassungsschutz zwischen dem Repressionsapparat der Polizei, der dann eintritt, wenn Straftaten passieren, und einem öffentlichen Diskurs, der durch Wissenschaft unterstützt wird und Tendenzen, die antidemokratisch sind, beobachtet. Dazwischen gibt es keinen Platz für Sie. Und wenn Sie jetzt versuchen wollen, Wissenschaftler, die analysefähig sind, in Ihren Laden reinzuholen, dann geht es denen wahrscheinlich so wie Thomas Pfeiffer. Das ist der Einzige in Ihrem Laden, der in der Lage war, wirklich wissenschaftlich, analytisch, vernünftig vorzugehen. Und was macht er jetzt? Das, was er wirklich konnte, nämlich die neue Rechte analysieren, das hat die CDU abgeschafft, machen wir nicht mehr. Und er sitzt jetzt da und macht Jugendkulturen. Auch sehr interessant. Aber dafür ist er nicht qualifiziert. Und so wäre mit wirklich guten Leuten dann bei Ihnen umgegangen. Wäre der in der Wissenschaft geblieben, hätte der mit Sicherheit gute Bücher geschrieben. Sie haben ihm gesagt,
4 Kameradschaften sind verboten worden. Keine dieser Kameradschaften ist verboten worden, weil sie weitergehende Informationen gehabt haben als wir, die wir links publiziert hatten. Das kotzt mich an, wenn ich das höre. Ich mache mal ein Beispiel aus OWL. Wir hatten ja das Kollegium Humanum, das verboten worden ist. Wir haben gesagt, wir müssen das Kollegium Humanum verbieten, wir müssen diesen Holocaust-Leugner-Verein verbieten, eine weitere Dependance von diesen Kollegium Humanums-Leuten, wir müssen die Bauernhilfe verbieten, einen Backup-Verein des Kollegium Humanums und wir müssen den Gedächtnisstättenverein verbieten, der dann in Sachsen bei Ihnen da sein Unwesen getrieben hat. Bonner. Ja, Bonner, genau. Und wir hatten Belege dafür, warum man sie verbieten muss. Und die hatten Sie als Verfassungsschützer längst. Das haben wir jetzt erst rausgekriegt, dass klar war, dass im Gedächtnisstättenverein die bundesweiten Treffen stattgefunden haben der militanten Nazis und der NPD-Führung. Und Ihre Leute saßen dabei. Und was haben Sie nicht getan? Sie haben den Gedächtnisstättenverein nicht verboten, der ebenfalls im Kollegium Humanum gegründet wurde. Weil natürlich hatten Sie wahrscheinlich das Interesse daran, weiter den Blick drauf zu halten und zu gucken, was tut sich denn da? Also das heißt, die Informationsgewinnung zu machen. Und inzwischen sind Sie noch ein paar hundert Kilometer weitergezogen und sitzen wesentlich fetter da als jemals im Kollegium Humanum, betreiben weiter Ihr altes Spielchen. Das heißt, wenn es Sie nicht gegeben hätte, die dann wahrscheinlich der Politik und der Politik gesagt hätte, nee, den Gedächtnisstättenverein mal nicht, ne? Dann hätten wir das Ding auch verboten. Und diese Ressourcen, die finanziellen Ressourcen, die da drin stecken, wären nicht mehr bei den Rechten, sondern beim Bundesvermögensamt, das dann ja auch letztlich das Kollegium Humanum bekommen hat, nachdem es verboten wurde. Gut, danke. Da das jetzt direkt an Herrn Freier ging mit direkten vielleicht Vorwürfen, dass Sie darauf eingehen. Ja. Ne? Also ich gehe da, was Sie gesagt haben, gleich gerne darauf ein. Ich würde vielleicht noch mal ein paar Sachen, weil jetzt sind so viele Begriffe durcheinander gelaufen. Also in unserem Verfassungsschutzgesetz Nordrhein-Westfalen steht der Begriff Extremismus gar nicht drin. Und deswegen ist es auch so. Die Frage ist nämlich genau nicht, macht man einen Extremismusbegriff, sondern die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat festgelegt, was sind die 8 Bestandteile der Demokratie, was sind die wesentlichen Bestandteile. Und die Frage, wann wir jemanden beobachten dürfen, ist abhängig davon, ob er eine oder mehrere diese Bestandteile vernichten will. Die rechtsextreme Partei NPD hat ein anderes Verständnis, und zwar ein grundrechtswidriges Verständnis von Menschenrechten. Und deswegen beobachten wir sie. Das hat mit Extremismus und dem Begriff erstmal gar nichts zu tun. Und wir haben eben noch mal so einen Begriff gehört, wie zum Beispiel die Frage, wenn ich das jetzt richtig so sehe, so von konspirativen politischen Bestrebungen. Das ist kein Begriff des Verfassungsschutzes, und eine konspirative politische Bestrebung ist vom Verfassungsschutz nicht... Ja, aber... Es ist ja nicht deswegen, der Verfassungsschutz beobachtet nicht deswegen, weil jemand sich konspirativ verhält, sondern weil er, gut, okay, dann ist das ein Missverständnis. Die Frage auch, das ist auch ein bisschen das, was Sie gesagt haben, die Frage von Deutungshoheit. Warum hat der Verfassungsschutz, haben Sie recht, das ist so, der hat die Deutungshoheit. Oder die Frage ist, wer in der Gesellschaft sollte denn sonst dieses deuten? Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Die Universitäten und die Wissenschaft, zivilgesellschaftliche Strukturen, die Politiker, die Gerichte. Es gibt ja mehrere die Staatsanwaltschaften. Ich weiß nicht, wer es sonst machen sollte. Immer aber muss damit einhergehen, wenn man etwas deutet, dann ist es so, wenn der Verfassungsschutz eine Organisation als verfassungsfeindlich einstuft, dann wird darüber berichtet, sonst macht es keinen Sinn. Dieser Bericht im Verfassungsschutz Bericht hat folgenden Sinn, das ist auch das Ziel. Er stigmatisiert diese Organisation mit der Folge, dass die Organisation Mitgliederwerbeprobleme hat, dass sie möglicherweise nicht mehr als gemeinnützig anerkannt wird, dass sie jedenfalls Probleme hat. So, das Ganze kann aber doch nicht von einer Organisation erfolgen, die weder rechtliche Grundlagen dazu hat, sie braucht ein Gesetz, das ist ein Grundrechtseingriff, also brauche ich ein Gesetz, ich brauche eine Kontrolle. Das, was ich tue, muss ich gerichtsfest machen. Und deswegen bin ich bei dem, was Sie gesagt haben, natürlich haben andere Organisationen, auch die Antifa, auch die Universität in Düsseldorf beispielsweise, hat Informationen zum Rechtsextremismus. Die Frage ist nur, der Verfassungsschutz kann diese Informationen nur dann gerichtsfest verwerten, wenn er einen gerichtsfesten Beleg dazu hat. Ich darf die Personendaten nicht einfach speichern, wenn ich keine konkreten Anhaltspunkte habe. Ich muss bestimmte Regeln beachten. Und das Verbotsverfahren, wenn Sie sagen, wir hätten das Verbot durchgeführt, wer ist denn wir? Wir heißt, es muss doch eine staatliche Behörde, es ist ja ein Eingriff, wenn ich eine Organisation verbiete.
Und wenn ich das verbieten will, dann brauche ich dafür eine Rechtsgrundlage. Und deswegen brauche ich eine Behörde, weil das ist eine hoheitliche Tätigkeit. Und deswegen ist das so, wir können, ich kann das Beispiel gerne nennen, die Kameradschaft Aachener Land oder die Kameradschaft in Dortmund oder Hamm oder in Köln. Warum haben wir sie im Jahre 2012 verboten und nicht schon, was weiß ich, 3 Jahre vorher? Weil mehrere Gründe wichtig sind. Das Verbot einer Organisation ist nicht alleine davon abhängig, ob sie verfassungsfeindlich ist. Das sind diese Kameradschaften seit 10 Jahren. Ich muss eine Struktur haben, die ich verbieten kann. Und zwar eine Vereins-, zumindest vereinsähnliche Struktur. Und deswegen haben wir Jahre gesammelt, um diese vereinsähnlichen Strukturen gerichtsfest belegen können, nicht nur behaupten. So, das waren, ja. Die Informationen des Verfassungsschutzes haben dazu geführt. Wir haben natürlich Informationen, kriegen wir auch aus offenen Quellen. Also beispielsweise auch das, was die Antifa im Internet schreibt. Natürlich nehmen wir das dazu. Aber wir müssen es so aufnehmen, dass wir es gerichtsfest machen können und nicht einfach als eine Behauptung, sondern als, dass wir sagen, es ist nachweisbar. Und diese Informationen und die, die wir selber kriegen, die wir auch von der Polizei kriegen, also offene, unverdeckte Maßnahmen, fließen dann in ein solches Verfahren ein. Aber unsere Informationen haben dazu geführt, dass dieses gerichtsfest ist. Glauben Sie, unsere Informationen sind nicht gerichtsfest? Doch, na, Moment, jetzt nochmal, Herr Freier. Ja, aber, also... Ihre Informationen sind ja dazugekommen, aber wir müssen es trotzdem so gerichtsfest machen, weil es kann auf jeden Fall nicht passieren oder es darf nicht passieren, dass wir ein Verbot aussprechen und die Informationen vom Gericht nicht als zulässige Beweismittel anerkannt wird. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir wollen es ja nur gerichtsfest machen. So, und deswegen muss es eine Behörde tun. Es ist doch egal, woher die Informationen kommen. Alles, was eingespeist wird, muss gerichtsfest sein. Und deswegen muss es eine Behörde tun. Es kann eine zivile Organisation eine Kameradschaft nicht verbieten. So, und Collegium Humanum, die Organisation hier in Flotow, die Sie noch angesprochen haben, vielleicht da noch ein Satz zu. Ja. Ich kann mich ja erinnern, weil ich dazu auch etliche Anfragen damals im Landtag selbst als Abgeordnete gestellt habe, Stichwort Gemeinnützigkeit etc. Das war ja ein Verbot des Bundes, genau, richtig? Weil das ja überregional tätig war. Das ist nicht vielleicht Sache von Nord- Info dazu. Ja, das ist also, wenn eine Organisation über ein Land hinausstrahlt, und das war bei dem Collegium Humanum so, dann ist eben nicht Nordrhein-Westfalen zuständig, sondern der Bund, der Bundesinnenminister. Und wir drängeln den Bundesinnenminister, das haben wir auch bei anderen Organisationen gemacht, die über das Land hinausgehen, beispielsweise Milato Ibrahim in Solingen. Und wir sind aber darauf angewiesen, dass der Bund dann dieses Verbot ausspricht. Natürlich auch mit dem Material, was Nordrhein-Westfalen hat, aber wir sind nicht zuständig und deswegen können wir nur drängeln, aber wir können es nicht selber machen. Gut, auch das wird nochmal klargestellt. Und ich glaube, das war eher ein Angebot, dass er sagt, Antifa-Informationen nimmt der Verfassungsschutz auch gerne, um sie dann zu verwerten. Insofern scheint das hier doch eine wunderbare Partnerschaft heute Abend werden zu können. Ja, ist doch prima. Also da. Monika, darf ich vielleicht dazu sagen? Vielleicht kann man da noch Beraterverträge draus machen heute Abend. Aber so habe ich das verstanden, dass das jetzt nicht irgendwie gegeneinander ging. Ich würde gerne die Online-Fragen jetzt gerne zulassen, weil das sonst... Das passt aber hundertprozentig rein in das, was jetzt gerade hier diskutiert wird. Thilo und Johannes Kurz und dann gehen wir aber noch in den Online-Fragen. Dass Sie jetzt hier alle gelacht haben... zeigt, dass eigentlich ein wünschenswerter Zustand absolut lächerlich ist. Und ich finde das grauenhaft. Ja? Also wir als Datenschutzbeauftragter, wir sind nicht ansatzweise in der Lage, eben den ganzen Datenschutzverstößen nachzugehen. Deswegen sind wir angewiesen auf die Unterstützung der Presse, sind wir angewiesen auf die Unterstützung der Wissenschaft, sind wir angewiesen auf die Unterstützung der Gesellschaft, auf die betroffenen Bürger, auf die engagierten Menschen. Und deswegen denke ich, wäre es absolut wünschenswert, wenn die Nachrichtendienste in Deutschland eben auch diese Unterstützung annehmen würden, anstatt sich abzuschotten. Wie es der Herr Maaßen, wie das Bundesamt und Vielzahl von Landesämtern, vielleicht Nordrhein-Westfalen nicht so sehr, vielleicht auch Schleswig-Holstein nicht so sehr, aber wie die das tun. Und ich fand es hochspannend, dass Sie gesagt haben, das waren unsere Informationen. Das kommt doch nicht darauf an, wem diese Informationen gehören. Sie können diese Informationen natürlich generieren, auswerten und dann vor Gericht vorlegen. Aber ich fände es toll, wenn die Antifa-Informationen wirklich vollständig einfließen könnten in die Ermittlungstätigkeit der Nachrichtendienste gegen den Rechtsextremismus. Das geht aber deswegen nicht, weil gleichzeitig die Antifa...
Ja, okay, ich weiß, dass Sie das nicht so sehen. Das geht deswegen nicht, weil nämlich die Antifa eben auch mit dem Extremismusvorwurf überzogen wird und man natürlich mit dem Gegner nicht zusammenarbeitet. Das würde ich auch nicht machen. Nein, jetzt muss ich dazwischen gehen. Thilo noch zum Abschluss und dann Johannes und dann ins Publikum. Also deswegen ist das Wichtigste, wenn also wirklich eine Daseinsberechtigung neben Polizei und anderen gesellschaftlichen Institutionen sieht, ist genau diese Scharnierfunktion in dem Bereich jetzt konspirativ und gewaltorientierte politische Bestrebung. Es geht mir nicht allein um die Konspiration. Jeder CDU-Kreisverband ist eine konspirative Einrichtung. Und auch so mancher grüne Kreisverband-Vorstand ist es wahrscheinlich auch. Ich weiß, konspiriert wird überall, auch in der Demokratie. Aber wenn das dann noch kombiniert ist, eben mit dieser politischen Gewaltorientierung, und das lässt sich relativ leicht ausdifferenzieren, dann ist eben die Linke zum Beispiel nicht mehr drin, die hat da nichts verloren, aber sind viele im rechten Bereich und vielleicht der eine oder andere im linken Bereich auch. Punkt ist, glaube ich, klar, die Zusammenarbeit gesellschaftliche Gruppen, Verfassungsschutz, da können Sie zum Schluss auch gerne nochmal drauf eingehen, wie Sie dazu stehen, aber wir lassen den jetzt erstmal so als These stehen und Johannes. Ich wollte noch mal gerne was sagen, weil ich denke, so wie es der Herr Freier und der Thilo jetzt diskutiert haben, so meine ich es nicht und so ist auch genau an dem Punkt vorbei diskutiert. Ich glaube, er macht sich beide jetzt ein bisschen zu einfach. Also wenn ich sage, wir müssen das Deutungsmonopol des Verfassungsschutzes brechen, dann müssen wir es deswegen, weil wir eben nicht genau wissen, welche gefährlichen, konspirativ-politischen, welche zu Gewalt drängenden, welche menschenfeindlichen Tendenzen in unserer Gesellschaft vorhanden sind. Und das sage ich ausdrücklich für Sachsen. Da wird es nämlich seit 20 Jahren tabuisiert. Und da werden Dinge weitergeschleppt von vor 89 an diktatorischen, an obrigkeitlichen Mentalitäten, jetzt unter dem Gewand der CDU, jetzt unter dem Gewand der formalen Demokratie, was dringend aufgebrochen werden muss. Und wenn wir dann einen Verfassungsschutz haben, der sagt, nö, wir haben da überhaupt kein Problem, wir bekämpfen die fortwährenden Strukturen der SED, das steht bei uns noch im Gesetz drin, ja, wir bekämpfen so einen Schwachsinn wie Scientology, das macht unser Amt auch noch, und, ja, und gucken dann aber nicht, was da rechts passiert, da wird es dann kriminell. Also mir geht es einfach nur darum, dass wir auch den Verfassungsschutz jetzt, wie er sich immer so gerne sagt, Monika hat es gesagt, als Frühwarnsystem, vorstellen und wie er sich auch immer schariert gegenüber der breiten Bevölkerung, dass wir in der breiten Bevölkerung klar machen, das, was euch die Verfassungsschutzämter erzählen, ist bestenfalls ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt der Bedrohung in der Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland. Und deswegen muss das gebrochen werden. Und deswegen, Thilo, bin ich auch der Meinung, dass du es dir dazu leicht machst, wenn du sagst, naja, also das ist doch nicht so zu verstehen, dass es jetzt eine neue zentrale Institution der Demokratieförderung gibt. Also das, was jetzt die Bundestagsfraktion beschlossen hat, das überzeugt mich auch nicht. Sondern ich verstehe das, wie ist es in der Demokratie? Wie wird in der Demokratie eine Meinungsführung gemacht? Es gibt die Meinung, es gibt jede Meinung, diese wissenschaftliche Meinung, diesen Meinungsbeitrag. Und dann kulminiert sich das alles zusammen und dann bildet sich im freien Diskurs dann hoffentlich vielleicht die Wahrheit raus. Also so jedenfalls die Theorie. Und warum soll das eben nicht hier auch in diesem Bereich über die Gefahren für die Demokratie und menschenfeindliche Tendenzen in Deutschland stattfinden. Und das bedeutet, nein, das findet nicht statt. Das findet nicht statt, weil die meisten, gut, ja, aber Thilo, nee, bin ich anderer Ansicht als du, wirklich. Es geht, wir stehen vor dem Problem, dass für diese Fragen die allgemeine Öffentlichkeit die Verfassungsschutzämter für kompetent halten. Und das sind, ja, hör mal zu, wir sind, sage ich mal, politisch geprägt, aber ich denke jetzt an den, vielleicht nicht an den Bild-Zeitungsleser, aber an den Regionalzeitungsleser, ja, so. Und für die ist das so. Und das müssen wir durchbrechen. Und das durchbrechen wir, glaube ich, nur, wenn wir sozusagen dieses Deutungsmonopol deutlich wegnehmen und wenn wir andere Institutionen setzen und fördern, die eben auch andere Meinungen reinbringen. Aber und die haben wir doch, die gibt es doch auch in Sachsen, oder? Also es muss doch auch andere Institutionen bei euch geben, die sagen, was weiß ich, wir haben ja an der Uni in Düsseldorf, ja, gibt es einen Lehrstuhl, wir haben Institute, wir haben zivilgesellschaftliche Gruppen, also es ist ja nicht nur Monika, der Verfassungsschutz, der deutet. Wir haben an der TU Chemnitz den Professor Jesse, der ist vielleicht auch dem anderen, der einen oder anderen bekannt, und wir haben an der TU Dresden den Professor Patzel, der sich in den letzten Jahren sehr stark verbessert hat und jetzt ein interessanter, konservativer Gesprächspartner ist. So, das ist die Situation. Und es geht auch nicht nur um wissenschaftliche, es geht auch um zivilgesellschaftliche Strukturen. Und deswegen
also ich denke, wir sollten mehr darüber nachdenken, wie können wir jetzt eine Vielfalt an Analyseinstitutionen, an Initiativen fördern, die eben in diesem gesamten Themenfeld Meinungsbeiträge bilden, die dann eben dann zusammen zu einer gemeinsamen gesellschaftlichen Einschätzung führen. Darum geht es und nicht um ein zentralistisches Institut, wie es die Bundestagsfraktion will. Darf ich noch einmal ganz kurz, also ich weiß, ich mache das nur ganz kurz, vielleicht nur da, um das gerade zu stellen, das ist jetzt so gegangen. Also erstens, ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Bedenken. Wenn die Frage, was ist Extremismus, auch die Frage, wer hat eine verfassungsfeindliche Bestrebung, wie immer man das auch nennen soll, dass das nicht nur der Verfassungsschutz macht, sondern dass die Wissenschaft sich darum kümmert, dass sich gesellschaftliche Strukturen darum kümmern, dass sich auch die Antifa darum kümmert, wer auch immer sich mit diesen Themen auseinandersetzt, das ist doch überhaupt kein Problem. Die Frage ist doch nur, passiert das? Wenn Sie den Verfassungsschutzbericht des Landes Nordrhein-Westfalen sehen, natürlich haben ich Experten im Haus, die sehr wohl unterscheiden können, ob es sich hier um irgendeine politische Bestrebung handelt oder um jemand, der eine von den 8 Säulen unseres Grundgesetzes tangieren will. Und niemand wird doch bestreiten, das, was wir zum Beispiel gesehen haben, dass so Parteien wie Pro-NRW oder Pro-Köln unsere Grundwerte tangiert. Und deswegen beschreiben wir darüber. Wer soll es denn sonst tun? Es muss immerhin ja auch so sein, dass es eine stigmatisierende Wirkung ist, die die Gerichte auch beurteilen können. Denn unseren Verfassungsschutzbericht müssen die Gerichte machen. Und ich habe noch überhaupt keine Bedenken, halte das auch für richtig. Der Verfassungsschutz und die Polizei können sicherlich dieses alles nicht alleine bekämpfen. Und das kann man nicht nur mit staatlichen Repressionen machen, sondern da muss man aufklären, da muss man vor allen Dingen was für Jugendliche tun. Wir sehen doch, wie Jugendliche in den Extremismus reinrutschen. Wir können sie kaum rausholen. Und da müsste man eigentlich viel eher anfangen. Der Verfassungsschutz kommt da zu spät und die Polizei erst recht. Jo, jetzt aber nochmal zu den Fragen. Danke erstmal für eure engagierte Diskussion. Online würde ich gerne jetzt Harald bitten, mal uns zu sagen, was so online an Fragen oder an Beiträgen kommt. Bitte. Ja, ich habe konkret 2 erstmal. Das ist einmal von einer Carmen aus Leipzig, die schreibt, das sind jeweils etwas längere Geschichten, die lese ich jetzt einfach mal vor. Genau, also Johannes, du mobilisierst die Leute bundesweit hier vor zum Zuschauen. Also, Carmen aus Leipzig schreibt, der Verfassungsschutz sollte Dienstleister und Hüter der Werte der Demokratie sein. Finanzierung von V-Leuten unterstützt nur die Täterstrukturen, da rechtsradikale V-Leute Täter vor Strafverfolgung durch BKA, LKAs und Polizei gewarnt und geschützt haben. Informationen über verübte und geplante Straftaten sind vom Verfassungsschutz an die zuständigen Ermittlungsbehörden weiterzuleiten. Der Verfassungsschutz soll beobachten, das heißt selber Informationen sammeln, stärker mit antifaschistischen Netzwerken und Opferverbänden zusammenarbeiten. Der Verfassungsschutz sollte wie eine Alarmglocke für menschenverachtende und rassistische Aktivitäten fungieren. Mit freundlichen Grüßen, Carmen. So, und der zweite Beitrag ist auch eine Frage im Konkreten, und zwar von einem Jonas. Ich hätte gerne gewusst, wie die Anwesenden zum Vorschlag von Herrn Leggevi und Herrn Mayer stehen, die in ihrer in diesem Jahr erschienenen Streitschrift nach dem Verfassungsschutz zum wiederholten Male die Ersetzung des administrativen Verfassungsschutzes durch ein Konzept des Republikschutzes fordern. Dieser Republikschutz soll durch den polizeilichen Staatsschutz gewährleistet werden, der auch erst aktiv wird, wenn politisch motivierte Straftaten vorliegen. Neues Kriterium im politischen Meinungskampf wäre dann das Gewaltkriterium, also die Durchführung der Androhung von Gewalt. Möglich wäre natürlich auch eine Ergänzung durch weitere Straftatbestände. Leggevi und Mayer argumentieren unter anderem damit, dass die Abschaffung das notwendige Ende eines deutschen Sonderweges wäre und ein erheblicher Zugewinn in Bezug auf Bürgerrechte. Was glauben Sie, ist der Republikschutz eine sinnvolle Alternative zu einem offenbar nutzlosen Verfassungsschutz, der lediglich die Freiheit der Bürger beschränkt? Das fragt Jonas. Ja, danke für die Fragen. Ich würde gerne hier die Frage von oder den Beitrag von Verena Schäfer noch dazu nehmen. Harald, wenn du ihr das Mikro gerade gibst, stellt sich auch kurz vor, bitte. Ja, ich bin Verena Schäfer aus dem Ruhrgebiet und Mitglied im Landtag für die Grünen. Thilo Weichert hatte vorhin kurz über das Misstrauen gesprochen, was Grüne gegenüber dem Verfassungsschutz haben sollten, und das finde ich absolut richtig. Also ich finde auch, dass wir Grüne ein gesundes Misstrauen gegenüber Verfassungsschutz haben müssen, weil der Verfassungsschutz für mich immer auch ein schwieriger Gradmesser in einer demokratischen Gesellschaft ist, und deshalb finde ich dieses Misstrauen auch so wichtig. Und natürlich finde ich auch die Frage, brauchen wir einen Verfassungsschutz, finde ich absolut legitim. Ich für mich beantworte es so, es gibt
verfassungsfeindliche Bestrebungen, die gewaltorientiert sind, die die Verfassung abschaffen wollen. Und das rechtfertigt für mich auch eine Vorfeldbeobachtung. Das ist genau, finde ich, die Frage, wenn Leute sagen, wir wollen den Verfassungsschutz abschaffen, dann ist ja die Frage, was passiert eigentlich mit der Vorfeldbeobachtung? Und ich will diese nicht zur Polizei geben, sondern ich finde das Trennungsgebot absolut richtig. Und das rechtfertigt für mich auch, warum wir einen Verfassungsschutz brauchen und warum wir auch die Diskussion darüber führen müssen und warum wir nicht nur abwarten können, bis die Berichte aus Berlin da sind, sondern ich will auch die Diskussion nicht den Innenministern überlassen, sondern ich finde, dass wir die Diskussion genau jetzt auch führen müssen, was nicht heißt, dass wir sie nicht weiterführen müssen, wenn auch die Berichte aus dem Untersuchungsausschuss da sind. Und es geht darum, finde ich, die Aufgaben des Verfassungsschutzes anzugucken. Und da ist gerade ja mehrmals schon gesagt worden, den Verfassungsschutz eben nicht zu stärken, nicht noch weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu geben, sondern ich finde, wir müssen gucken, was sind eigentlich die Kernaufgaben und den Verfassungsschutz darauf konzentrieren. Und das sind für mich vor allen Dingen die beiden Themenfelder Rechtsextremismus und eben Islamismus. Aber die Frage ist eben auch, wie schaffen wir mehr Kontrolle und wie können wir auch die Befugnisse des Verfassungsschutzes so klar benennen, dass sie auch kontrollierbar sind. Und da finde ich, oder was wir als grüne Fraktion fordern oder in die Diskussion einbringen, ist eben ein V-Leute-Gesetz, also nicht wie bisher eine geheime Richtlinien, die nicht zugänglich sind, sondern ich will, dass wir klare Kriterien haben und die auch öffentlich diskutieren, die wir in einem Gesetz fassen, und damit hätten wir auch die öffentliche Diskussion, welche Kriterien gibt es und welche Voraussetzungen wollen wir für V-Leute, also zum Beispiel die Verhältnismäßigkeit, dass eben nicht übermäßig viele V-Leute in einer bestimmten Szene sind oder dass sie nicht finanziell vom Verfassungsschutz abhängig sind. Das sind für mich klare Kriterien, die wir eben gesetzlich festlegen wollen. Herr Freier hatte auch schon von den öffentlichen PKG-Sitzungen gesprochen, was ich absolut unterstütze und was wir in NRW auch machen werden. Ich will noch einen Satz sagen zum Thema Zivilgesellschaft, weil mir das einfach wichtig ist und weil ich der Meinung bin, dass Präventionsarbeit beispielsweise keine Aufgabe des Verfassungsschutzes ist, sondern Aufgabe einer Zivilgesellschaft sein muss. Und wir haben eine starke Zivilgesellschaft. Und ich sehe das auch nicht als Widerspruch, dass wir sagen, Verfassungsschutz auf der einen Seite und Wissenschaft und Zivilgesellschaft auf der anderen Seite, sondern ich glaube, wir brauchen beides, aber wir brauchen eine starke Zivilgesellschaft. Und die Extremismustheorie und Extremismusklausel, was ja darauf beruht, machen genau das eben nicht, sondern verhindern eigentlich eine starke Zivilgesellschaft. Und das ist, finde ich, der Fehler, der momentan auch von der Bundesregierung ausgeht, sondern wir müssen gucken, wie können wir zivilgesellschaftliche Strukturen stärken und wie können wir auch die Diskussion über menschenfeindliche Ideologien führen. Das ist ja nicht nur Aufgabe des Verfassungsschutzes. Ich finde, das ist Aufgabe der Politik und der Gesellschaft, das zu führen, genau zu diskutieren, was ist denn der Nährboden von Rechtsextremismus oder auch von anderen verfassungsfeindlichen Strukturen. Und das ist Aufgabe der Zivilgesellschaft und darf nicht in der Deutungshoheit des Verfassungsschutzes liegen. Ja, danke, Verena. Dann ist da hinten noch ein Beitrag. Harald, schaust du mal? Ja, mein Name ist Sissi Ahle. Hier sind ja jetzt ziemlich viele Fässer aufgemacht worden und da wird mir bestimmt auch viel zu einfallen. Der Begriff des Republikschutzes gefällt mir sehr gut, weil ich finde, dass das Denken in eine Richtung geht, da könnte ich mir viel drunter vorstellen. Aber ich will es jetzt gar nicht so, ich sag mal so, weit oben machen, sondern nochmal auf das eingehen, was der Kollege eben gesagt hat. Ich glaube, dass Menschen unabhängig davon, wo sie politisch stehen, ob in der Antifa oder im bürgerlichen Spektrum, wo ich mich einordnen würde, bestimmte identische Erfahrungen machen, wenn sie sich gegen rechts engagieren. Und das ist, dass sie in eine Schublade gesteckt werden mit dem Titel extremistisch. Ich mache es mal an einem Beispiel. Ich bin lange aktiv gewesen gegen ein Nazizentrum in dem Ort, in dem ich wohne, in Pöwitzheide. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass unsere Gruppe, die weitestgehend aus bürgerlichen Leuten bestand, hier beim Staatsschutz in Bielefeld linksextremistisch eingestuft wurde. Unser CDU-Vorsitzender, ich sage es nochmal so, weil gegen rechts gleich linksextremistisch. Das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die ganz viele Menschen machen, ohne da vielleicht selbst ein Problem mit zu haben, die aber einen Geist widerspiegelt. Und ich habe jetzt den Staatsschutz hier ins Spiel gebracht und mal nicht den Verfassungsschutz. Weil die Ausgangsfrage hier war, wie konnte das passieren? Und ich versuche das jetzt mal, diese Fragen haben wir uns, glaube ich, alle gestellt, unabhängig davon, ob wir vorgefasste Meinungen haben. Ich glaube, die Aufdeckungsquote bei Mord liegt weit über 90%. Wenn 10 Morde nicht aufgeklärt werden, dann spricht das Bände aus meiner Sicht.
dass nämlich einfach nicht ordentlich ermittelt wurde und dass der Blick offensichtlich einfach nicht nach rechts gerichtet wurde. Und das ist eine Erfahrung, die wir aus dem bürgerlichen Spektrum gemacht haben. Wir haben uns damals offiziell bei Minister Schnorr beschwert, dass der Staatsschutz nicht nach rechts schaut, sondern immer nur nach links. Der Staatsschutz hier, sage ich jetzt mal so. Und deswegen nochmal, egal welche Form vielleicht ein Verfassungs-, ein Republikschutz haben könnte, die Kernfrage, dass der Feind steht links, dieses Denken, wie wir damit umgehen, bei den jetzt auch handelnden Personen, die ist für mich einfach nicht genug thematisiert. Und solange sich das nicht ändert, habe ich eine gewisse Weigerung, über abstrakte Modelle zu sprechen. Ja, danke für den Beitrag. Ich würde das gerne nochmals sortieren wollen. Also wir haben ja jetzt verschiedene Vorschläge, die an verschiedenen Stellen ansetzen. Wenn man das auf so einer Zeitleiste mal darstellt und hat hier den NSU-Mord, die Tat, die vollbracht wurde, ja, der Mord selber, und man weiter ins Vorfeld geht, hat man davor die Ermittlungen der Polizei, der Staatsanwaltschaft. Dann hat man die sogenannten Vorfeldbereich, also bevor was passiert ist, bevor ermittelt wurde. Da sind Sie, die Schlapphüte, in Anführungszeichen. Und ich würde auf der Zeitleiste davor setzen, was ist mit dem, was du ja auch angesprochen hast und Verena, was ist mit menschenfeindlichen Ideologien, die in unserer Gesellschaft vorhanden sind, zum Teil auch sehr latent vorhanden sind, menschenfeindliche Einstellungen, die sich äußern in Islamfeindlichkeit, die in der Mitte der Gesellschaft, wie man so schön sagt, breit vorhanden sind. Heidmeier haben wir ja hier auch in der Region als Institut, die immer wieder diese Langzeitstudie jedes Jahr rausgeben. Und wenn man das mal so einsortiert, da fängt es an in der Mitte der Gesellschaft mit menschenfeindlichen Einstellungen. Hier planen Menschen irgendwas, ja, im Geheimen, da geschieht die Tat. Und zu sagen, für welchen Zeitraum brauchen wir welche Institutionen, dass man das sortiert, finde ich, sollte man diese Frage des Republikschutzes nochmal hinterfragen und das, was Sie ja auch gesagt haben, brauchen wir zwischen Aufklärung, Zivilgesellschaft, die gegen solche Tendenzen mobilisiert und aufklärt, und dem, was dann letztlich Polizei macht, wenn was passiert ist, brauchen wir dazwischen, und ich glaube, das ist die Kernfrage, die sich jetzt immer wieder aufploppt, brauchen wir dazwischen einen Nachrichtendienst, so nenne ich ihn mal. Ich nenne jetzt bewusst nicht Verfassungsschutz, weil das ist, glaube ich, wirklich bis ins Vorfeld, sondern einen Nachrichtendienst, der da tätig ist. Das ist die Kernfrage, die sich jetzt so rauskristallisiert. Und wenn ja, wer ist der Auftraggeber? Das, was Johannes gesagt hat. Wer guckt dann, dass der dann nicht auf dem nur in eine Richtung guckt und auf dem rechten Auge blind wird? So, und wie kann da eine Institution aussehen? Republikschutz, ja. Glaube ich, sind Sie nicht. Also, ne? Ja, aber ich würde das Bild mit dem Zeitstrahl gut finden, weil da kann man einiges abmessen, auch das, was Frau Schäfer eben gesagt hat. Wenn man das auf dem Zeitstrahl sieht, dann fängt das damit an, dass es, aus, so wie ich das bisher gesehen habe, von den Gutachten, nicht vom Verfassungsschutz, sondern von Soziologen, von Sozialwissenschaftlern, Politologen, dann ist die Einstellung der Bevölkerung in der Bundesrepublik etwa bei 10%. Eine rechtsextreme oder rechte Einstellung. Nicht das Verhalten, sondern die Einstellung. So, das ist das erste Problem, was wir haben. Da ist der Verfassungsschutz außen vor. Das ist nicht mein Ding. Ich weiß, dass das so ist, aber das ist eine gesellschaftliche Frage, die Politiker, die Zivilgesellschaft, wer auch immer, womit man umgeht. So, diese Einstellung, diese 10%, wandern irgendwann mal in ein Verhalten. So ist das auch in Thüringen passiert. Die sind irgendwann in diese Szene reingerutscht. So, sie haben noch keine Straftaten begangen. Sie sind auch noch nicht weiter auffällig. Man stellt nur fest, aus einem Verhalten oder aus einer Einstellung ist ein Verhalten geworden. So, dann muss irgendeiner da sein, der da drauf guckt. Weil ansonsten würde das passieren, was jetzt auch passiert. Es passiert nämlich einfach. Das heißt, sie sind in einer rechtsextremen Organisation. Wir haben das in den Kameradschaften gesehen, wenn sie eingestiegen sind in eine Kameradschaft, dann fängt das an mit Machtgewöhnung, mit Gewaltgewöhnung. Diese Gruppe hat hinterher gar kein Verhältnis mehr dazu, was Körperverletzung ist, geschweige denn von der menschenverachtenden Einstellung. Dann muss es eine Institution, irgendwen geben, der das beschreibt, damit man die Gefahren erkennt, weil diese Jugendlichen sonst einfach weiterwandern. So, wenn das die Polizei sein sollte, dann funktioniert das nach unserem Rechtsstaat im Moment nicht,
weil noch keine Straftat vorliegt. So, es könnten theoretisch zivilgesellschaftliche Strukturen sein, die das sind. Nur diese Beobachtung ist ein Grundrechtseingriff und das ist ein hoheitliches Handeln. Das heißt, ich brauche ein Gesetz oder eine Rechtsgrundlage. Und wenn das dann weitergeht, nämlich dass aus diesem Verhalten Straftaten ergehen, dann ist das, was eben angesprochen worden ist, und da stehe ich genauso hinter, diese Straftaten, die dann begangen werden und der Verfassungsschutz erkennt sie, müssen weitergegeben werden. Wir werden mit unserem Gesetz versuchen zu definieren, dass es sozusagen keinen Schutz von V-Leuten gibt, nur weil sie V-Leute sind. Die dürfen also Straftaten begehen, wie sie wollen, Mord, Totschlag, Raub, ich weiß es nicht. Und der Verfassungsschutz schützt sie. Das darf es nicht geben. So, das durfte es noch nie geben, aber so etwas muss nicht nur geregelt, sondern auch kontrolliert werden. Und das ist eben genau der Punkt. Eine solche Institution wie der Verfassungsschutz hat bestimmte Rechte, so, die in Grundrechte eingreifen, und eigentlich gilt für jede Behörde, damit auch für den Verfassungsschutz und für ihn erst recht, weil er nämlich Mittel einsetzen kann, die man erstmal so nicht erkennt. Es muss eine äußerst enge Kontrolle geben, und ich bin auch dafür, dass die nicht einfach erfolgt, indem ein parlamentarisches Kontrollgremium unsere Akten sehen darf, sondern es muss eine Bringschuld des Verfassungsschutzes geben, der, und das ist ja etwas, was wir jetzt auch entwickeln in Nordrhein-Westfalen, verpflichtet ist, diese Dinge dem parlamentarischen Kontrollgremium mitzuteilen, damit die überhaupt einen Ansatzpunkt finden für eine Kontrolle. So, und ich werde das ins Gesetz reinschreiben. Und wir werden übrigens auch im Bundesbereich auch weiter dafür kämpfen, dass wir sagen, der Verfassungsschutz sollte sich in der Tat auf die Teile beschränken, die für die Demokratie tatsächlich gefährlich sind. Und ich halte das ehrlich gesagt genauso. Nur weil jemand gegen rechts ist, ist er nicht linksextremistisch. Also das ist etwas, wo ich sagen will, wenn es in den Köpfen der Menschen ist, würde ich jedenfalls versuchen, das aus meiner Behörde rauszuholen, weil das eine hat mit dem anderen erstmal nichts zu tun. Ja, das ist offenbar in Sachsen nicht so, wie Johannes uns mehrfach jetzt anschaulich gemacht hat. War das da direkt dazu oder sollen wir die Runde noch zu Ende machen? Am besten mit Mikro. So. Wenn Sie sich dagegen wehren, dass Antifaschisten beobachtet werden vom Verfassungsschutz, wieso tauchte dann die Lotta im Verfassungsschutzbericht 2010 oder 2009 auf? Und da mussten Sie erst dagegen klagen, damit sie wieder rausgenommen werden. Und haben verloren vom Gericht, und die Begründung war ziemlich peinlich, so wie ich gehört habe. Ja, direkt, Herr Freier, die Beobachtung von Antifa-Gruppen durch den Verfassungsschutz NRW. Also ich kann nicht alles sozusagen erklären, weil ich das auch mitgekriegt habe. So, ich will ja auch nicht sagen, dass wir keine Fehler machen, aber es ist natürlich so, wir dürfen rechtlich erst dann eine Organisation beobachten, wenn wir sagen, sie sind extremistisch. Also der Kampf alleine gegen Rechtsextremismus, wir haben das anders gesehen, die Gerichte haben das aufgehoben, da haben Sie recht. Und ich kann nur sagen, wenn der Kampf gegen Rechtsextremismus ist für sich kein, auch Antifaschismus ist ja keine extremistische Bewegung, sondern wir sagen nur dann, wenn sozusagen mehr dazu kommt als nur der Kampf gegen rechts, nur dann dürfen wir beobachten. Gut, ich glaube, das war jetzt nicht so ganz befriedigend, aber ich sehe es an dem Gesicht, aber wir gehen mal weiter in die Runde. Johannes, das waren Fragen. Ja, es waren Fragen, und ich mache einen anderen Einstieg. Was du gefragt hast, alles richtig mit dem Zeitstrahl und so weiter und so weiter. Und wie Herr Freier da klug und abgewogen darauf geantwortet hat, das ist auch alles sehr gut. Aber Entschuldigung, das ist doch nicht das, mit was wir uns gerade beschäftigen. Ich bin jetzt mal wieder ein bisschen brandstifterisch. Also Hoyerswerda, ja, ich weiß nicht, der Fall ist, glaube ich, bundesweit ist mittlerweile durchgegangen. Ein Pärchen, was sich in Hoyerswerda gegen Nazis engagiert, wird sozusagen, Nazis belagern die Türe, klopfen dagegen, bedrohen die, ja, die stehen vor der Haustüre. Die Polizei kommt irgendwann mal und empfiehlt denen dann, sie möchten doch bitte wegziehen. Und die haben noch nicht einmal so viel Sensibilität. Der Polizeisprecher sagt es in die Kamera rein. Ja, wir haben denen dann empfohlen, wegzuziehen. Das heißt doch, der hat es gar nicht kapiert, um was es dort geht. Und das zeigt doch, um was es konkret geht. Es geht konkret um diese Erfahrung, dass Leute, die sich gegen Nazis engagieren, zumindest in Sachsen, oft nicht von der Polizei geschützt werden. Und das ist, sage ich mal, hier geht das Gewaltmonopol des Staates flöten. Ja? Hier geht Vertrauen genau flöten. Das ist sozusagen die Grundgeschichte. Oder ich weiß nicht, was als anderes jetzt. Seit Jahren,
seit 4 oder 5 Jahren wird regelmäßig alle 3 Monate irgendein Parteibüro der Linken überfallen in Sachsen. Oder beschmiert, oder nicht überfallen, beschmiert, Fenster eingeworfen und so weiter. Es gibt keinerlei Aufklärung dazu. Bitte? Nein, ich sag einfach nur so, das sind sozusagen Dinge, wo die öffentliche Sicherheit und das öffentliche Sicherheitsgefühl massiv angegriffen wurde. Und ich habe auch solche Erfahrungen gemacht und ich kenne viele Leute in Sachsen, die auch solche Erfahrungen machen. Und dann sage ich mal, das interessiert mich. Und dann finde ich diese Debatte, Entschuldigung, wichtig, aber akademisch. Und wenn wir es jetzt dann nochmal konkreter machen, Verfassungsschutz und Polizei, ja wunderbar. Wir wissen mittlerweile, dass das Thüringer Landesamt beispielsweise, nur so ein kleiner Bit, im März 98 den Vater von Mundlos gewarnt hat, weil möglicherweise eine Telefonüberwachung der Polizei bei ihm aufläuft. Ja, er möge bitte nicht vom heimischen Apparat aus telefonieren. Der Thüringer Verfassungsschutz warnt den Vater von Mundlos, dass eine TÜ der Polizei gegen ihn läuft. Also so wird doch gearbeitet, das ist doch das Geschichte. Das heißt, wir haben hier tatsächlich eine Konkurrenz der Apparate, die immer wieder alles, was wir wissen, gegeneinander laufen. Und deswegen bin ich eigentlich der Meinung von dem Herrn, der sich als Antifaschist vorgestellt hat, es gibt meines Erachtens für den Verfassungsschutz keinen Platz. Es gibt entweder die gesellschaftliche Aufarbeitung, die gesellschaftliche Aufmerksamkeit über faschistische, menschenfeindliche Tendenzen und es gibt dieses Eingreifen der Polizei dort, wo Straftaten bestehen oder vorbereitet werden. So, ich glaube, dazwischen gibt es keinen Bericht. Wenn es dazwischen nämlich etwas gäbe oder geben wird, dann haben wir nämlich genau die Erfahrung, wie ich sie gerade beschrieben habe, dann wird sozusagen die Sicherheit in diesen gebröselt, in dem Kampf dieser beiden Apparate, der VS-Apparat und des Polizeiapparates, im Grunde eigentlich verflüchtigt er sich dann. Und da bin ich dann wirklich klar, und dann bin ich, Monika, jetzt habe ich den Kurve endlich gefasst, bin ich eigentlich Anhänger oder finde das sehr sympathisch, was Legge wie Meyer dort vorgeschlagen haben, Republikschutz, der es nämlich genau auf die Straftaten, auf die Gewaltförmigkeit begrenzt und aber auch, das wurde jetzt nicht gesagt, auch diesen Teil, was er dem Staatsschutz geben will, also der Staatsschutz ist nicht eine sehr vertrauenswürdige Organisation, möchte ich auch gleich dazu sagen, da muss ich auch einiges ändern, aber er ist ist der polizeilichen Logik unterworfen und deswegen ist es mir sympathischer. Die soll auch dann kontrolliert werden. Weil der Thilo jetzt den Kopf wieder schüttelt, ich weiß, dann kommt sofort der Gestapo-Vorwurf, innerparteilich von Wolfgang Wieland. Darf ich denn eine Frage dazwischen stellen, nur damit... Ich war aber noch nicht fertig. Gut. dann kommt dann immer der Vorwurf Trennungsgebot. Ja, ich glaube, das ist durchaus ernst zu nehmen, aber da müssen wir auch ehrlich sein. Wir wissen doch längst, Thilo Weichert hat es angesprochen, wir haben nachrichtendienstliche Mittel der Polizei und wir haben vor allem auch Methoden der Polizei, beispielsweise über § 129a Verfahren, weit in das Vorfeld hinein auch im Grunde wie im Geheimdienst zu agieren, im Wege sogenannter Strukturermittlungen. Ich mache mal wieder ein nettes Beispiel aus Dresden, also hier kriminelle Vereinigungen, die also Nazis aufklatschen sollen, wo dann das Konstrukt gemacht wurde. Das ist also dann das Bündnis Dresden nazifrei und das ist und so weiter und so weiter. Ja, aber siehst du nicht die Gefahr, dass sich das verstärkt, wenn wir das nicht mehr haben? Ich sehe die Gefahr. Siehst du die Gefahr nicht? Die Gefahr besteht, aber ich sehe keinen Vorteil darin. Also wenn wir jetzt sagen, wenn wir uns darauf einigen würden, wir bräuchten eine Institution, die vielleicht konspirative, auf dem Weg zur Gewalt befindliche Sachen sind, dann denke ich, dass es immer noch günstiger ist, dass einer besser kontrollierten polizeilichen Institution zu übergeben, als einem Verfassungsschutz. Und wer kontrolliert die Polizei? Das wollte ich ja gerade ausführen. Also das Konzept von Meyer ist das Konzept von Meyer ist eben dann dort eine bessere PKK dran zu schalten. Aber ich habe den Unterschied jetzt noch nicht verstanden. Wenn Sie eine Vorfeldorganisation wie Salafisten oder Rechtsextremisten haben, die noch nicht gewaltbereit sind und Sie wollen die beobachten, dann wollen Sie das durch eine Polizei machen, die an das Legalitätsprinzip gebunden ist und exekutive Befugnis hat. Ob Sie das wollen oder nicht, Sie haben sie. Und das heißt, die greifen dann schon in einem Feld ein, wo eine Straftat noch nicht begangen ist. Wie wollen das Sie will die ich ja gerade nicht. Genau das will ich aber nicht. Du willst Polizei erst dann, wenn eine Straftat begangen wurde. Oder dann im unmittelbaren Vorbereitungsstadium. Also nur dann ist es, vorher ist es da der allgemeine Bereich der Freiheit, der zu beachten ist. Auch der politische Salafismus beispielsweise wäre dann ein Feld. Die Frage hätte ich jetzt gestellt, Herr Freier. Gilt das für dich auch für den Islamismus? Ist das jetzt die Lex Rechtsextremismus für dich oder sagst du, auch beim Islamismus brauchen wir kein Vorfeld-Frühwarnsystem, sondern erst wenn Straftaten begangen sind und Polizei, Monika, und alles andere ist... deswegen habe ich die ganze Zeit diskutiert,
Deswegen habe ich die ganze Zeit diskutiert, wie ist es mit der politisch-kommunikativen Stellung des Verfassungsschutzes. Weil natürlich brauchen wir eine gesellschaftliche Aufmerksamkeit, beispielsweise über salafistische Tendenzen. Natürlich brauchen wir das. Die Frage ist, ob das der Verfassungsschutz leisten kann. Und meine These war, dass das Wort der Verfassungsschutz aufgrund seines rechten Vorurteils, aufgrund seiner beamtenartigen, behördlichen Prägung, das nicht kann. Aufgrund seiner politischen Steuerung und so weiter. Ich bin tatsächlich der Auffassung, dass erst dann, wenn es sozusagen in den Bereich der Straftaten und der Gewaltförmigkeit geht, staatliches Eingreifen angezeigt ist, aber dann, und das ist der Unterschied, Herr Freier, die Polizei hat die Aufgabe, Gefahren abzuwehren und Straftaten aufzuklären und die Täter in den Knast zu stecken. Das ist genau der Unterschied. Das ist sozusagen dieser polizeiliche Zugriff, dieser andere polizeiliche Ansatz. Während der Verfassungsschutz sammelt und beobachtet. Und das ist ja das, was ich sagen wollte, was ich denke, was man auch beim NSU und bei vielen anderen Dingen erkennen kann. Der Verfassungsschutz, der ist so begeistert über sein Objekt der Beobachtung, dass er versucht, alle anderen, die da in sein Reagenzglas vielleicht da stören könnten, wegzuhalten. Eben auch die Polizei. Und genau deswegen sage ich, jetzt ganz allgemein und weniger prokurativ, habe ich vorhin gesagt, wir müssen die Logik des polizeilichen Eingreifens gegenüber der Logik des Sammelns und Beobachtens des Verfassungsschutzes stärken. Und das führt mich letztendlich auch zu dem zu der Überzeugung, dass eigentlich dieses Republikschutzkonzept eigentlich in die richtige Richtung geht. Gut, Thilo, klare Ansage hier von Johannes. Du siehst es etwas anders. Ich sehe das sicher anders. Wir haben als Datenschutzbeauftragte ja nicht nur Erfahrung bei der Kontrolle von Nachrichtendiensten, sondern auch Erfahrung bei der Kontrolle der Polizei. Und es ist hochinteressant, welche Rolle dabei der Staatsschutz spielt. Der Staatsschutz ist ein Verfassungsschutz in der Polizei. Ist ideologisch nicht unbedingt in Schleswig-Holstein, ich weiß es aber noch aus Baden-Württemberg, aus Sachsen, aus Niedersachsen sogar auch, dem Verfassungsschutz und auch rechtsradikalen Denken oder rechtem Denken sehr viel näher als die restliche Polizei. Das kommt nicht von ungefähr, wer dort tätig ist. Vielleicht gibt es da auch Änderungen. Ich sehe auch diese Änderungen in Schleswig-Holstein zumindest, kann ich das bestätigen, so aus den letzten Jahren. Aber jetzt über diesen Republikschutz, das zu integrieren in die Polizei, haben wir gar nichts gewonnen. Dann haben wir das Trennungsgebot weg und dann haben wir die separate Kontrolle weg. Und diese separate Kontrolle ist meines Erachtens total wichtig. Dass also die Gesellschaft sagt, das ist hochsensibel, was wir da machen, aus demokratischer Sicht, ne? Dass wir da eben in Grundrechte eingreifen durch nachrichtendienstliche Mittel. Und da müssen wir ein demokratisches Instrument, was auch wieder eben dann transparent ist, was nachvollziehbar ist, was demokratisch legitimiert ist, schaffen, was also eine hinreichende Kontrolle auch gewährleistet. Und das wird beim Staatsschutz nie möglich sein, der dann, also ich habe das auch erlebt, in den 70er Jahren habe ich Infostände in Freiburg organisiert und da ist der Staatsschutz gekommen, ja? Nicht der Verfassungsschutz, der Staatsschutz gekommen und hat mich aufgeschrieben und dann irgendwelche illegalen Nötigungen oder irgendwelche anderen Sachen, also irgendwas ist denn schon eingefallen, eine Straftat oder eine Gefahr. Ja? Also gut, ist heute vielleicht nicht mehr so in Baden-Württemberg, vielleicht auch nicht mehr in Schleswig-Holstein, wahrscheinlich noch weitestgehend in Sachsen. Und da komme ich dann eigentlich zum nächsten Bereich. Natürlich. Die gesellschaftliche Aufarbeitung ist total wichtig. Das ist der zentrale Ansatz von allen, muss es sein. Und in Schleswig-Holstein haben wir jetzt mit dem Möllner Jahrestag haben wir also auch was hingekriegt, was klasse ist. Da ist ein Ministerpräsident, ist antifaschistisch in der Öffentlichkeit aufgetreten. Da ist die CDU, sind andere politischen Parteien, haben sich ja solidarisiert mit diesem antifaschistischen Widerstand. Und da sind dann auch eben dann die ganzen Ausländerinitiativen und Ähnliches haben sich da auch eingereiht. Das müssen wir hinkriegen, auch in Teilen der Bundesrepublik Deutschland, wo das erheblich schwieriger ist. In Sachsen ist es schwierig, in Mecklenburg-Vorpommern ist es noch 20-mal schwieriger, wo es noch befreite Zonen gibt, ja, wo sich linke oder auch nur demokratisch denkende Menschen nicht mehr hingetrauen, weil sie wissen, dass sie eben also hier nicht lebend oder zumindest nicht unversehrt wieder rausgehen. Das ist, denke ich, etwas, was auf jeden Fall passieren muss, dass wir also in diesen gesellschaftlichen Bereichen aktiv werden. Aber wir müssen gleichzeitig, ob wir es Republikschutz, ob wir es Nachrichtendienst nennen oder wer weiß was, etwas haben zwischen der Polizei,
die Legalitätsprinzip und Ähnlichem unterworfen ist und eben diesen gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und sonstigen Initiativen. Und das bitteschön aber dann demokratisch kontrolliert. Gut, jetzt habe ich wieder Wortmeldungen aus dem Publikum. Irene und noch eine online. Ach, Entschuldigung, Matti war zuerst. Sorry, der Kollege war aber zuerst. Ich habe ihn unterschlagen. Stellt sich auch kurz vor und dann Sie. Ja, mein Name ist Matti Bolte. Ich bin Landtagsabgeordneter hier aus Bielefeld und bin sozusagen der Dritte im Bunde der grünen Delegation im Innenausschuss des Landtags. Monika, Verena und ich sitzen da zu dritt drin. Ich habe, weil Verena ja gerade auch schon den Zwischenstand aus unserer bisherigen Diskussion in der Fraktion sehr gut zusammengefasst dargestellt hat, würde ich eine relativ konkrete Frage Richtung Thilo richten wollen, weil du hast vorhin in deinem ersten Statement die Frage der parlamentarischen Kontrolle ja sehr stark aufgeworfen. Und das finde ich auch durchaus richtig, diese Frage aufzuwerfen. Du hast dann einen Vorschlag gemacht, der mich durchaus interessiert, nämlich du hast es, glaube ich, Geheimdienstbeauftragter genannt. Das würde mich durchaus interessieren, weil in der Analyse sind wir uns, glaube ich, grundsätzlich erstmal einig, dass die parlamentarische Kontrolle, so wie sie derzeit gestaltet ist, da kommen wir in das Spannungsfeld rein, das auch Herr Freier am Anfang beschrieben hat, dass parlamentarische Kontrolle eben vor allem dadurch funktioniert, dass ich, wenn mir Missstände auffallen, diese öffentlich machen kann. Und bei einem Gremium, das per se erstmal geheimtagt, wie das zumindest beim nordrhein-westfälischen PKG im Moment ist, da kann ich eben etwas nicht öffentlich machen und nicht öffentlich auf Missstände hinweisen. Deswegen haben wir ja auch dieses Modell des Geheimdienstausschusses auch in der Prüfung jetzt drin für das neue Verfassungsschutzgesetz. Mich würde dennoch interessieren, wie du jetzt abgrenzen möchtest, so das PKG, Geheimdienstbeauftragte, ob ein Geheimdienstbeauftragter ein PKG ersetzen soll, was aus meiner Sicht nämlich dann ein schwerer Fehler wäre. Weil wir haben mit den parlamentarischen Kontrollgremien, glaube ich, eine Struktur, die schon ein sehr hohes Level ein Stück weit hat. Also ich muss zum Beispiel hier in NRW 2/3 des Plenums hinter mir haben, um in das PKG reingewählt zu werden. Das ist bei den anderen Ausschüssen natürlich nicht so hoch. So, dieses Gremium hat sehr intensive Möglichkeiten auch durchzugreifen in Kontrollhinsicht, kann direkt auf Akten zugreifen, kann Fragen stellen, die vielleicht oder die eben nur in einem solchen Rahmen möglich sind und hat dann auch das Recht auf Antworten auf diese Fragen, wobei man da natürlich dann auch aufwerfen muss, ich muss ja auch erstmal wissen, welche Fragen ich stellen muss für effektive Kontrolle. Das ist richtig. Nur auf der anderen Seite, du hast, glaube ich, ein sehr großes Vertrauen eben in einen behördlichen Apparat durchblicken lassen. Bist zu lange dabei. Das ist ja auch in Ordnung. Gut, der geht an Matti. Dich, ist okay. Aber ich glaube, das, was wir an vielen Stellen der Analyse auch als Fehler ausgemacht haben, nämlich, dass solche Apparate eben auch ein Eigenleben entwickeln können, ist dann ein Problem. Und da bin ich dann ein Stück weit auch mit einer Frage an Johannes. Mich hat dein Gottvertrauen in die Polizei eben doch auch ein bisschen irritiert. Nicht, dass wir irgendwie ein grundsätzliches Problem mit Polizei hätten, aber die Kontrollmöglichkeiten, die ich über ein PKG im Moment gegenüber dem Verfassungsschutz habe, 1:1 auf die Polizei übertragen zu wollen, das finde ich doch ein sehr ambitioniertes Projekt. Und wenn ich das nicht mache, dann habe ich zumindest eine geringere Kontrolle. Danke, Matti. Jetzt würde ich Irene gerne bitten und dann Sie. Erst die Irene bitte und dann waren Sie dran. Ja, ihr schreibt bitte mit, weil ich jetzt erstmal die Publikumsrunde abarbeite. Danke. Ich kann es mir auch merken. Na, Thilo, ich weiß nicht. Leider gerne Stift. Irene.
Ja, vielen Dank, Monika. Also mein Name ist Irene Mialitsch, ich komme aus Gelsenkirchen und bin Mitglied des Grünen Landesvorstands hier in Nordrhein-Westfalen. Und ja, also das, was Verena vorhin ausgeführt hat, also das ist im Wesentlichen auch meine Position, was also den Bedarf eines Inlandsgeheimdienstes angeht. Also ich bin auch der Auffassung, dass wir eine Vorfeldaufklärung brauchen, dass die Polizei das sozusagen also auch nicht leisten kann, beziehungsweise auch nicht leisten sollte. Vielleicht dann auch dazu noch, also zu meinem beruflichen Hintergrund, ich bin Polizeibeamtin und ich stehe diesem Apparat jetzt nicht unbedingt misstrauisch gegenüber, aber doch insgesamt auch kritisch und das nicht nur aus meiner beruflichen Erfahrung heraus. Aber also da wollte ich eigentlich mal anknüpfen an das, was Johannes in seinem Eingangsstatement gesagt hat, und zwar du hast ja eine richtige Lehre daraus gezogen, also was wir eigentlich aus den NSU-Verbrechen lernen müssen, und zwar, dass der Verfassungsschutz also eklatant versagt hat. Also das war eine völlig richtige Analyse, die ich absolut teile, aber was wir auch erlebt haben, und das ist ja vorhin auch schon mal in einem Wortbeitrag angeklungen, ist, dass die Polizei ebenso eklatant versagt hat, nämlich was die Aufklärungsarbeit angeht. Also das ist ja vollkommen richtig, dass wir gerade bei Mord, bei anderen Kapitaldelikten auch, eine Aufklärungsquote von weit über 90% haben, und da ist es schon bezeichnend, dass eben 10 Morde nicht aufgeklärt werden konnten, und das hat meiner Ansicht nach also weniger etwas damit zu tun, dass da Geheimdienste vielleicht auch nicht richtig gearbeitet haben, sondern es ist also für mich, also was die polizeiliche Arbeit angeht, wirklich auf eklatante Ermittlungsfehler zurückzuführen. Und deswegen kann ich also da den Ansatz nicht ganz nachvollziehen, welchen Grund es denn dann gäbe, weil du hast ja richtig gesagt, dass man dann aus dieser Lehre heraus also vielleicht die Geheimdienste nicht stärken sollte, aber welchen Grund hätte ich denn dann im Gegensatz dazu, die Polizei zu stärken, obwohl ich eigentlich die gleichen Feststellungen getroffen habe. Aber die Polizei würde man ja stärken, zumindest in ihren Aufgaben, wenn wir so verfahren würden, so wie du es eben vorgeschlagen hast, und das Trennungsgebot jetzt mehr oder weniger aufgeben würden. Also mir ist das im Wesentlichen auch ein bisschen zu schnell gegangen vorhin, weil also ich bin ganz im Gegenteil der Auffassung, also ich glaube, dass wir das Trennungsgebot noch stärken müssen, also noch klarer ausdifferenzieren müssen, also wirklich festlegen müssen, wer ist ganz konkret für welche Aufgaben zuständig, also wo fängt sozusagen dann auch die Vorfeldaufklärung an, wo endet sie, wo beginnt die Gefahrenabwehr, wo dann wiederum die Polizei zuständig ist, wo fängt halt eben auch die strafrechtliche Ermittlungsarbeit an. Also das wäre für mich ein Punkt, an dem man da also auch weiter diskutieren müsste. Und eine Lehre, die wir ja auch aus den NSU-Verbrechen gezogen haben, ist ja der mangelnde Informationsfluss, der halt eben zwischen den verschiedenen Institutionen einfach auch nicht da gewesen ist. Also ich finde, das darf sich nicht dadurch gewährleisten, dass wir halt eben Trennungsgebot aufgeben, beziehungsweise Aufgaben, die heute ein Inlandsgeheimdienst wahrnimmt, die meiner Ansicht nach auch in Zukunft ein Inlandsgeheimdienst wahrnehmen muss, dass man die an die Polizei überträgt, weil auch da sehe ich einfach auch keine effektiven Kontrollmöglichkeiten. Also allein schon, was jetzt auch das Personal angeht. Also wir haben in Nordrhein-Westfalen weit über 40.000 Polizeibeamte, und ich weiß jetzt nicht, das müsste Herr Freier beantworten, wie viele Verfassungsschützer es gibt. Das habe ich jetzt nicht im Kopf. Also ich, ja 307, okay. Also das durfte man früher nicht sagen. Also das ist für mich ein Apparat. Also ich glaube, der ist auch deutlich einfacher zu kontrollieren und als halt eben auch so ein Riesenapparat von 40.000 Polizeibeamten. Also ich glaube, das müsste man dann auch institutionell nochmal anders darstellen, um da eine effektive Kontrolle zu ermöglichen. Gut, bitte, der Herr hinter Harald, bitte. Ja, Hammer Latif. Ich glaube, wir haben alle versagt, von kleinem Mann, von kleinen Gruppen bis zum Oben haben wir alle versagt. Und das ist ein richtiger gesellschaftliches Problem vor Deutschen und vor Migranten auch. Das ist Richtung Krieg, diese Sache immer. Denken um Krieg machen und Fanatismus. Und die Migranten, die müssen auch rauskommen. Die haben keine Ahnung, die haben keine Information. Sollte solche Sachen übersetzt werden und erklärt werden, dass Migranten auch mitmachen und diese Sache alles zusammen und aufhören zu gegenseitigen Vorwürfen oder Sachen machen. Das ist meine Meinung. Schönen Dank für Ihren Beitrag. Bitte nochmal dort. Dann haben wir noch zwei Online-Sachen. Ich schlage vor, dann machen wir eine Abschlussrunde und dann kommen wir zum Schluss. Ich möchte zunächst mal sagen, dass ich heute Abend demokratietechnisch was gelernt habe. Ich habe gelernt, dass der Verfassungsschutz ein obrigkeitsstaatliches Instrument ist.
Es ist ein Instrument des Misstrauens der Obrigkeit gegenüber der Bevölkerung. Das ist zutiefst antidemokratisch. Demokratisch ist es, wenn die Bevölkerung Misstrauen hat gegenüber diejenigen, die glauben, sie lenken zu können. Das ist Demokratie. Und jetzt möchte ich Ihnen versuchen, noch auch einen Lerneffekt zu geben, Herr Freier. Sie haben eben gesagt, wir haben die Deutungshoheit, und das muss ja einer haben. Das ist zutiefst antidemokratisch. Es wird in der Demokratie keiner da sein, der eine Deutungshoheit hat, sondern es gibt einen Diskurs, in dem erarbeitet wird, was für richtig oder was für wahrscheinlich gehalten wird. Aber es gibt keine Deutungshoheit. Und gehen Sie mit dieser Haltung nicht in Schulen rein. In Schulen haben Wissenschaftler etwas zu suchen, die sagen, ja, wir haben vernünftige Belege dafür, warum wir denken, dass das so ist. Es gibt Positionen, die anders sind, und da kann man dann in den Diskurs treten. Und genau dieses Ding mit dem Diskurs, das ist das, was Sie uns von der Lotta vorgehalten haben, diskursorientierte Extremisten zu sein. So haben Sie es geschrieben. So haben Sie es geschrieben in Ihrem Verfassungsschutzbericht. Ja, Diskursextremisten. Das ist die gefährlichsten, weil jetzt setzt du mich genau daran. Ja. Okay. Okay, das war's erstmal. So, und jetzt noch unsere Online-Beiträge. Harald, kannst du die nochmal vortragen? Und ja, dann würde ich in die Abschlussrunde geben. Hier gibt es viele, die noch vieles mitgeschrieben haben und Fragen beantworten möchten. Bitte, ja. Okay, es gibt noch zwei Sachen, die ich hier vorlesen will. Einmal eine von einem Manuel. Da schreibt, liebe Diskutanten, ich kann bis heute nicht nachvollziehen, welche nachrichtendienstlichen Mittel wegen des Trennungsgebotes nicht auch bei der Polizei angesiedelt werden könnten. Auch dort finden doch zum Beispiel im Rahmen der Bekämpfung der organisierten Kriminalität verdeckte Ermittlungen statt. Und auch der Verfassungsschutz arbeitet ja nicht verdachtsunabhängig. Und der zweite Beitrag ist von einem Thomas. Die Veranstaltung ist ja auch vom antifaschistischen Bielefelder Bündnis gegen Rechts beworben worden. Und offenbar sitzen einige Antifaschistinnen und Antifaschisten im Publikum. So, und jetzt kommt die witzige Frage. Da stellt sich mir doch erstens die Frage, wie viele V-Leute aus der vermeintlich linksextremistischen Szene sind denn heute Abend da? Das ist vielleicht eine Frage für zum Ende. Die letzte Frage ist, glaube ich, die spannendste. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal von der Moderationsseite her. Ich glaube, wir müssen noch mal einmal aufklären zu diesem ganzen Thema nachrichtendienstliche Mittel. Ich mache mal einen Erklärbär dazu, weil ich glaube, das ging gerade so durcheinander. Ein nachrichtendienstliches Mittel hat erstmal a priori nichts mit dem Trennungsgebot zu tun. Wenn Polizei hingeht und macht eine verdeckte Observation, kann man soweit sagen, das ist ein geheimdienstliches, nachrichtendienstliches Mittel oder ein legendiertes Herantreten, man gibt sich nicht zu erkennen oder man macht eine Observation. Polizei darf auch V-Leute einsetzen, ist auch ein nachrichtendienstliches Mittel. Das hat nichts mit dem Trennungsgebot zu tun. Das Trennungsgebot heißt Polizei erst dann, wenn konkrete Gefahr, Gefahrenabwehr, wenn eine konkrete Gefahr bevorsteht, darf sie eingreifen, und es ist mehr der Zeitstrahl, nicht das Instrument. Instrumente haben beide, aber der Zeitstrahl ist wichtig, erst dann darf sie tätig werden, und das ist, glaube ich, das, wo du auch gleich drauf eingehen wirst, sicher, was an kritischen Rückmeldungen zu deinem Beitrag gekommen ist, dass man sagt, ja, Moment mal, die dürfen doch gar nicht im Vorfeld. Verfassungsschutz, wir müssen ja noch heute Abend den neuen Namen finden, Herr Freier. Ne? Da müssen wir heute Abend noch eine Abschlussrunde zu machen. Wie nennen wir das Kind jetzt? Also der Nachrichtendienst darf tätig werden, wenn da Bestrebungen sind, die sich gegen unseren Staat richten könnten, aber wo noch nicht eine konkrete Gefahr, also die nicht übermorgen der Anschlag droht. So, das heißt, dieser Vorfeldbereich wird auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln. Das heißt, die Wahl des Mittels hat noch nichts mit dem Trennungsgebot zu tun. Und weil das eine Opportunität ist und das andere das Legalitätsprinzip, das heißt, muss eingegriffen werden von der Polizei, der Verfassungsschutz kann im Vorfeld tätig werden und darf da loslegen. Deswegen das vielleicht noch als Erklärbär, es hat erstmal nichts mit dem Mittel zu tun. Das wird immer wieder durcheinander gebracht, und die Antifa hat, glaube ich, auch noch keine nachrichtendienstlichen Mittel. Ne? Aber
übrigens einsetzen. Die Wallraff-Methode, die ist jedem... Ich weiß gar nicht, ob ihr auch über nachrichtendienstliche Mittel verfügt, aber auf jeden Fall hat es Polizei und Verfassungsschutz und das hat nichts mit dem Trennungsgebot zu tun. So, das der Erklärbär und jetzt in die Abschlussrunde. Meisten zuckt es hier dem Johannes, weil er, glaube ich, sich falsch verstanden fühlt. Ja, ich fühle mich falsch verstanden. Also das Trennungsgebot versuche ich schon ernst zu nehmen. Was ist eigentlich der Gehalt des Trennungsgebotes? Ist der historische Versuch gewesen, ein Reichssicherheitshauptamt zu verhindern durch die Alliierten? Durch was war das Reichssicherheitshauptamt gekennzeichnet in der Nazizeit, dass sozusagen Inlandsgeheimdienst und polizeiliche Ermittlungsmethoden plus dann bei der DDR war es sogar noch mit einer Strafbefugnis verbunden bei der Stasi, dass das alles unter einer Behörde stattfindet. So, das heißt, das war die Idee, ich trenne jetzt diesen polizeilichen Bereich von diesem inlandsgeheimdienstlichen Bereich ab. Das war sozusagen 45 die Idee des Polizeibriefes. Mittlerweile müssen wir einfach, oder ich sage es andersrum, nützt es, glaube ich, nichts mehr, wenn wir das Trennungsgebot hochhalten und dabei vergessen, dass es in vielerlei Hinsicht zumindest durchlöchert bis obsolet geworden ist. Das weißt du auch, ja? Wir haben in allen Polizeigesetzen nicht nur, leider sage ich, nicht nur die Gefahrenabwehr und die Strafverfolgung, sondern auch die sogenannte Gefahrenvorsorge, ja? Also im Vorfeld soll jetzt auch schon Gefahr. Also in Sachsen ist das so, in den meisten Polizeigesetzen ist das so. Ah, dann seid ihr wirklich rechtsstaatlich. Also bei uns ist das so und es ist meistens. Ja, es ist so. Okay. Deshalb. Der andere Punkt. Kann nicht sein, dass in Deutschland so viele Standards gilt. Aber gut, dass also in vielen Polizeigesetzen hat die Polizei auch über die Gefahrenabwehr hinaus auch eine erweiterte Vorfeldfunktion, wo sie eben auch informatorische Eingriffe, Sammlungen sowas erheben kann. Die Polizei hat seit 20 Jahren flächendeckend das, was man früher nachrichtendienstliche Mittel genannt hat, das sind also verdeckte Erhebungsmethoden, also Vulgo, großer Lauschangriff, Fauler, Spitzel und was es da so alles gibt, hat die Polizei auch zur Verfügung. Das war früher wenigstens nicht legalisiert bei der Polizei und vielleicht auch nicht angewendet. Ich glaube, die Polizei hat es immer angewendet, aber es war halt eben nicht legalisiert. Da gibt es also eine Gleichheit der Befugnisse und es gibt sozusagen auch eine Gleichheit oder eine Ähnlichkeit des Feldes, in dem man agiert. Und jetzt ist die Frage, wie sind die Logiken, die Aufgaben? Und da möchte ich vielleicht das nochmal verstärken, was ich gesagt habe. Ich sehe einen grundsätzlichen Unterschied darin, in der Apparatelogik durch die gesetzliche Programmierung. Die Polizei möchte Gefahren abwehren und möchte Straftaten verfolgen, also sozusagen Bösewichte in Knast stecken und ausschalten. Das ist sozusagen die Logik, auf die jeder Polizeigeamte getrimmt ist, auf die er sozusagen ausgerichtet worden ist in seiner Ausbildung, was er in seinem täglichen Leben erfährt. Ja? Er fragt sich also immer, schnapp ich den jetzt oder schnapp ich den nicht? Und er hat so die Tendenz, ich schnapp ihn lieber früher, bevor was passiert. So denkt ein Polizeibeamter. Ein Verfassungsschützer denkt völlig anders. Ein Verfassungsschützer denkt gar nicht, der sagt gar nicht, ich bin dafür gar nicht zuständig, ob da sozusagen der jetzt Straftaten begeht oder nicht, sondern ich bin zuständig für die Sammlung verfassungsfeindlicher Bestrebungen. Das so denkt ein Verfassungsschützer. Der hat dann höchstens sich die Frage vorzulegen, muss ich jetzt, weil ich jetzt sehe, dass eine Straftat sich anrollt oder schon geschehen ist, muss ich jetzt die Polizei informieren oder muss ich es nicht? Und da habe ich gesagt, da haben wir ja Erfahrungen, wie dort damit umgegangen wird. Und da haben wir die eindeutige Erfahrung, und die ist auch nicht bestreitbar, Herr Freier, ich glaube, Sie haben es auch nicht wirklich bestritten, dass eben dann eben lieber eher zugewartet wird, bevor informiert wird. Und das haben wir beispielsweise auch im NSU-Komplex an vielerlei Stellen. Und da sage ich, ich möchte diese polizeiliche Eingriffslogik gegenüber dieser Verfassungsschutz-Zuwartelogik, die möchte ich stärken. Und darin sehe ich einen qualitativen Unterschied. Jetzt kommen wir das ist die Aufgabenebene. Jetzt kommen wir zur Kontrollebene. Lieber Thilo, ich habe keinerlei Grundvertrauen oder keinerlei Gottvertrauen in den Staatsschutz. Der Staatsschutz in Dresden bearbeitet auch sogenannte Versammlungsdelikte. Also wenn wir uns auf die Straße setzen gegen die Nazis am 13. Februar oder sonst was, dann bearbeitet es natürlich der Staatsschutz. Ist ja völlig selbstverständlich. Na klar, weil wir natürlich Linksextremisten sind. Ist doch völlig klar. Ja? Das ist schon immer so gewesen. Ich hatte auch schon die Ehre, vor über 10 Jahren mal in einem Staatsschutzbericht irgendwie erwähnt zu werden. Also nicht namentlich, weil ich irgendwie Karawane gegen irgendwie, also gab es damals 98, Ende 90er, war ich irgendwie Anmelder. Ja? Komme ich im Verfassungsschutzbericht. Die grüne Jugend im Staatsschutzbericht. Die grüne Jugend kommt, weil sie gegen Gentechnik, also sowas war vor 10 Jahren in Sachsen noch absolut üblich. Das heißt, ich habe dort kein Vertrauen.
Aber der Vorschlag von Meyer ist ja auch ein anderer. Und den muss man auch einfach zur Kenntnis nehmen. Der sagt, ich will diese polizeiliche Logik haben in diesem Bereich. Und ich will aber dann, auch weil die eben möglicherweise Nachrichten diese Mittel einsetzen, was sie jetzt ja auch schon dürfen und ja auch tun, möchte ich dann quasi parlamentarisch oder durch Geheimdienstbeauftragten kontrolliert haben. Und da war jetzt deine Frage, wo ist dann letztendlich der Unterschied? Und da sage ich, der Unterschied, meine ich, ist eben in dieser verschiedenen Apparate-Logik, also zuwarten oder zugreifen. Und ich möchte als Konsequenz aus diesem NSU-Versagen dort eine Zugreiferlogik haben. Die Frage, warum dann sozusagen die BAO Bosporus nur in Richtung Türken und sonst was ermittelt hat, das hat natürlich was mit einer rassistischen Vorprägung innerhalb des Apparates zu tun in der Gesellschaft. So würde ich das ganz verkürzt auch bestätigen wollen. Also, ja, ich mach's zum dann darf aber Thilo Weichert das Schlusswort sagen, wenn Sie jetzt nochmal Stellung nehmen. Okay, das überlasse ich Ihnen. Also Herr Freier, legen Sie los, wie ja, auch immer. Also ich will jetzt ja nicht nochmal ganz neu in die einsteigen, aber zwei Stichworte sind mir ehrlich gesagt aus der gesamten Diskussion wichtig und dann würde ich ehrlich gesagt Sie auch direkt ansprechen. Ich finde es ein Problem, wenn gegenüber dem Verfassungsschutz ein Misstrauen entsteht und ich glaube, das ist Aufgabe des Verfassungsschutzes, ja. Ja, ich finde das gar nicht witzig, sondern ich finde, das nehme das durchaus ernst. Und ich finde, das ist auch etwas, wo sich der Verfassungsschutz mit beschäftigen muss. Da ist ein Fehler im System, wenn ein Misstrauen da ist, weil wir sind ja für die Demokratie und die Menschen da und nicht dafür, dass gegen uns Misstrauen besteht. Dann ist da ein Problem und da muss man das öffnen. Wir versuchen das beispielsweise, indem das, was die Frau Schäffler gesagt hat, auch so ist, wir schreiben das ins Gesetz rein, was wir tun und was wir nicht tun dürfen, da kann sie jeder kontrollieren. Womit ich ehrlich gesagt ein Problem habe, und zwar ein ziemlich großes, das ist mit dem, was Sie gerade gesagt haben und auch mit dieser Angehensweise. Der Verfassungsschutz ist nicht die Vorfeldorganisation der Polizei. Das heißt, unser Denken und Ziel ist doch nicht, Straftaten aufzuklären. Sie denken immer, das ist die Aufgabe des Verfassungsschutzes. Der Verfassungsschutz hat den Auftrag, den Nährboden für sozusagen für Extremismus, wenn ich das jetzt so sage, oder für Gewalt zu erkennen, bevor es passiert. Da geht es aber um Meinungen, die sozusagen darauf ausgerichtet sind, die Grundwerte unserer Verfassung zu zerstören. Und dann ist noch keine Straftat begangen und da will ich keinen Polizisten, der jetzt anfängt zu jagen und nur darauf aus ist, festzunehmen. Wir haben Organisationen wie beispielsweise Pro-NRW, da können Sie niemanden festnehmen, da können Sie auch keine Durchsuchung machen und trotzdem sind Sie gefährlich. Da will ich doch keine Polizeibehörde haben, dann können Sie die nämlich nicht beobachten. Und das Zweite ist, ich muss es ja beschreiben, für die Öffentlichkeit nachvollziehbar beschreiben. Und dafür kommen diese Dinge in den Verfassungsschutzbericht. Nicht um die Pro-NRW festzunehmen, sondern um der Bevölkerung klarzumachen, diese Organisation ist gefährlich. Und das kann doch niemand hier bestreiten, dass der Verfassungsschutz die beschrieben hat. Und das Gleiche gilt für den salafistischen politischen Extremismus. So, wenn wir sie nicht beschreiben, die Organisation, wer hat es denn getan in den letzten 5 Jahren? Zu Recht niemand, weil er das nicht erkennt. Denn die arbeiten so konspirativ, dass wir nur mit nachrichtendienstlichen Mitteln ohne polizeiliche Befugnisse, denn die begehen noch keine Straftaten. Da kann keine Polizei arbeiten, sollte es auch nicht tun. Und es geht hier nur darum, vor dieser Organisation zu warnen. Es geht nicht darum, die jetzt zu stigmatisieren. Wir leben immer in diesem Spannungsfeld. Da muss man sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, dass man jetzt nicht den gesamten Islam oder alle Muslime kritisiert, sondern nur den kleinen Teil, 1 Promille aller hier lebenden Muslime. Aber die sind hochgefährlich, weil 2 von den Tätern reichen aus, um in unserer Demokratie höchstmögliche Unsicherheit zu verursachen. Und deswegen bin ich davon überzeugt, wir sind in einem Feld, in dem die Polizei nicht ist. Ich habe große Sympathie dafür, das Trennungsgebot sehr scharf zu regeln. Das finde ich auch ehrlich gesagt richtig. Aber ich würde vorsichtig sein, das jetzt zu sehr zu durchmischen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Aber ich finde das Thema mit dem Misstrauen, ich nehme das ernst und ich will das auch versuchen zu verändern. Das ist nicht der Sinn des Verfassungsschutzes. Vielleicht noch zu diesem Begriff Deutungshoheit. Ich glaube, da haben wir immer noch ein Missverständnis, dass ich glaube, ja, dass der Verfassungsschutz ja, dieses Selbstverständnis ja, eigentlich gar nicht haben sollte, Deutungshoheit zu haben. Und ich glaube, das haben sie ja, auch also nicht. Ich habe den Begriff dass deswegen... Das vielleicht nochmal klären. Also wir haben... Auch Sie haben das, glaube ich, gesagt. Wir haben im Zusammenhang mit der jungen Freiheit echt ein, ich sag mal so vorsichtig, Desaster erlebt. Wir haben die beobachtet und haben geglaubt, es ist das gute Recht des Verfassungsschutzes, auch über die zu schreiben, weil wir sie für gefährlich halten. Das ist ein diskursorientierter Rechtsextremismus, der nichts anderes vorhat, als die Menschen über diese subtile Verschleierungstaktik in diesen Rechtsextremismus reinzuziehen, ohne dass man es merkt. Deswegen ist das gefährlich und deswegen wollten wir warnen. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, nein, das dürft ihr noch nicht,
weil ihr dürft erst in den Verfassungsschutzbericht etwas reinschreiben, wenn die Anhaltspunkte dichter sind. So, und deswegen ist das so, wir haben sozusagen, wenn wir über Rechtsextremismus schreiben, müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein, wir müssen das gerichtsfest machen, wir müssen Anhaltspunkte dafür haben. Deswegen kann es nicht sein, dass wir alleine über den Extremismus berichten. Andere Organisationen haben es ja viel leichter als wir. Die haben nämlich gar nicht diese rechtlichen Hürden. Und warum sollen die darüber dann nicht denken? Die Deutungshoheit meint nur, wenn wir es geschrieben haben, dann muss es gerichtsfest sein und dann ist das auch etwas, was die Gerichte überprüfen können. Dass wir alleine über diese Frage entscheiden, sollte auch nicht so sein. Dafür ist die Gesellschaft zu groß, zu vielfältig. Und wir sehen ja auch, können ja nicht alles sehen, mit 307 Leuten kann ich bei einem 18-Millionen-Volk in Nordrhein-Westfalen doch nicht in jede Ecke gucken und will das auch gar nicht. Danke, Herr Freier. Der erste Schritt zur Transparenz ist getan. Als ich anfing, 2000, hätte man nie sagen dürfen, dass der Verfassungsschutz 307 Mitarbeiter hat. Also ich durfte das damals als Mitglied des PKGs nicht. Aber jetzt gut, dass Sie das sagen. Darfst ein du das? Ein halber Satz. In Sachsen? 307 wird das da gesagt? Nein, also wir wissen, in Sachsen haben wir 198 Mitarbeiter. Also das darf wir sind sagen. Das wissen wir, dass es 198 sind. Das muss ich mir auf der Zunge zergehen lassen. Also das Landesamt Sachsen bei einer Bevölkerung von 4,2 Millionen Einwohnern hat 200 Mitarbeiter und in NRW bei einer Bevölkerung von 18 Millionen 300 Mitarbeiter. Wir sind das kleinste, das zeigt schon was. Ja, wir sind das kleinste Landesamt. Wir haben aber nicht Rechtsextremismus bearbeitet. Nee, wir sind das kleinste Land in der Bundesrepublik und zwar so klein, dass das nächstgrößere Landesamt doppelt so viele Mitarbeiter hat, immer bezogen auf die Bevölkerung, sonst hat man kein anderes Maß, als Nordrhein-Westfalen. Und damit versuchen wir, den Extremismus zu bekämpfen. Johannes, keine Zwischenrufe mehr. Thilo Weichert hat das Schlusswort. Ich hoffe, du bist dir der Verantwortung bewusst, Thilo. Nee, es wird kein Schlusswort. Ich möchte. Das mache ich dann. Ja, ich muss es aber kurz machen, weil ich dann zum Zug muss. Ich will nur zwei Fässer, die halb geöffnet sind, ganz aufmachen und dann die Diskussion darüber noch dann vielleicht nach der Veranstaltung oder anderswo weiter initiieren. Sie haben einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen. Das, was heute unter Ausländerextremismus diskutiert wird und was ich gerne unter Ausländerintegration diskutieren würde. Die Diskussion über die verfassungsrechtlichen Werte in der Bundesrepublik Deutschland, in Europa, über demokratische Werte mit den Immigranten, die hier aus irgendwelchen anderen Staaten nach Deutschland gekommen sind. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Die darf man natürlich dem Nachrichtendienst oder dem Republikdienst nicht überlassen. Aber der soll dann eben genau dort, aber auch nur die Funktion wahrnehmen, die ich ansonsten beschrieben habe. Der zweite Punkt, das halb geöffnete Fass, ist die Frage des Geheimdienstbeauftragten. Polizei und auch Verfassungsschutz oder Nachrichtendienst sind Sammler und Jäger. Ein Kontrollorgan ist auch Sammler und Jäger. Ich als Datenschutzbehörde, ich sammle und jage Datenschutzverstöße. Und wenn ich jetzt ein Kontrollgremium habe, also eine Institution, eine Behörde, wenn Sie so wollen oder wenn du so willst, die jetzt wirklich die Aufgabe hat, eine andere Behörde zu kontrollieren, dann suchen die. Ein Parlamentarier tut das nicht, weil der 4 Stunden in der Woche maximal, er hat weniger dafür, an Zeit verfügbar. Nee, er hat eine Stunde oder 2 Stunden im Monat. Ich weiß nicht, wie das in Nordrhein-Westfalen ist. Christian Ströbele, mit dem habe ich mich vor 2 Wochen darüber unterhalten, hat gesagt, in einem Monat maximal 2 bis 4 Stunden und mehr ist einfach da nicht drin und da sitzt in so einem Gremium. Also deswegen ist es wichtig, Professionalität, Anlasslosigkeit und eben Unabhängigkeit. Kombiniert mit Transparenz, wo man das dann ansiedelt, beim Parlament, bei einem Datenschutzbeauftragten oder was, ist mir eigentlich egal. Nur diese Voraussetzungen müssen gegeben sein, um wirklich eine Kontrolle der Nachrichtendienste zu gewährleisten. Und dass die dann berichten gegenüber den parlamentarischen Gremien, ist gar keine Frage. Wie dann die parlamentarischen Gremien dann aufgestellt sind, ist mir eigentlich ziemlich egal. Und wie die heißen, ob das Innen- und Rechtsausschuss in geheimer Sitzung oder parlamentarisches Kontrollgremium, ist mir absolut egal. Hauptsache, es gibt diese parlamentarische Behandlung dieses Themen. Danke, Thilo. Wir müssen langsam, obwohl die Debatte spannend ist, müssen jetzt zum Schluss kommen. Ich würde die Debatte mal mit der Gemeinsamkeit zusammenfassen, Johannes. Ich glaube, ich hoffe, du stimmst mir auch dazu. Ich glaube, wir sind uns hier oben und auch im Publikum einig, Verfassungsschutz im besten Sinne des Wortes ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
So, und dazu gehört die Zivilgesellschaft wie auch der Staat. Was der Staat, und ich glaube, da kriegen wir heute Abend die Meinung nicht mehr unter einem Hut, in welcher Funktion der Staat in der Rolle eines Verfassungsschutzes zum Schutz eben dieser Verfassung auch in diesem Vorfeldbereich eine Behörde braucht. Ich glaube, da bleiben die Meinungen hier unterschiedlich. Aber eins, glaube ich, Herr Freier, können Sie aus der Debatte vielleicht zur Innenministerkonferenz mitnehmen, wenn man da mal so den Bogen schlagen darf. Das ist doch in, also wir haben eine Verfassung in diesem Land. Und was mir heute Abend, was mich nachdenklich gemacht hat, ist, es kann doch nicht sein, dass wir dieses eine Grundgesetz haben, der wir alle uns verpflichtet fühlen, es zu schützen, in welcher Rolle auch immer, Zivilgesellschaft, wir Politiker, Verfassungsschutz, Polizei, dass es dann doch nicht sein kann, dass in den Bundesländern dermaßen unterschiedliche Standards offenbar gelten, wie hier Behördenhandeln auch umgesetzt wird. Also das, was du aus Sachsen geschildert hast, deswegen auf jeden Fall wichtig auch deine Beiträge. Ich glaube, da liegen wirklich schon auch noch Welten zwischen dem, was du gesagt hast und was wir in NRW in vielen Jahren auch an Standards entwickelt haben. Und ich meine, so eine Innenministerkonferenz muss doch gerade jetzt nach diesen Auswertungen der NSU-Morde, auch wenn wir noch nicht alles wissen, aber doch eins gelernt haben, dass da, ich sage es mal etwas platt, nicht jeder machen kann, wie er denkt. Und vor allen Dingen, dass diese politische Steuerung, die du beschrieben hast, die ganz klar in eine Richtung ging, dass das aufgearbeitet werden muss. Und da, glaube ich, sind wir uns auch einig. Und ich glaube, so eine Innenministerkonferenz hat dann nicht nur in einer Sitzung eine ganze Menge Holz, was es zu bearbeiten ging, gibt, auch wenn wir uns in der abschließenden Frage nicht einig geworden sind. Der Verfassungsschutz wird weiter die Antifa-Broschüren lesen und dankbar Hinweise aufgreifen. Die Sachsen werden weiter daran arbeiten, die Strukturen zu demokratisieren. Vielleicht können wir ja mal einen nordrhein-westfälisch-sächsischen grün-internen Austausch organisieren, dass wir euch da tatkräftig bei unterstützen. Machen wir gerne. Das muss ich ja fast widersprechen, weil jetzt klingt so wirklich, als ob wir im Osten so die letzten Demokratie-Krüppel wären. Da muss ich mich jetzt fast dagegen wehren, aber ich freue mich immer, wenn wir also miteinander reden können. Unterstützung auf jeden Fall. Ich bedanke mich erstmal hier beim Publikum, natürlich vor allen Dingen bei unseren Gästen, für die spannende Debatte. Herr Freier, ich weiß, Sie haben eine ganze Menge zu tun. Nächste Woche ist die Innenministerkonferenz. Die Vorbereitungen laufen auf Hochdruck, dass Sie trotzdem heute Abend zu uns gekommen sind. Thilo Weichert aus Kiel angereist ist und der mit dem längsten Weg von Dresden kommst du jetzt. Und Dresden hier nach Bielefeld gekommen ist. Großen Dank und danke Ihnen und euch für die Beteiligung. Danke.